Hallo und willkommen zu einem neuen Stream. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, deswegen mache ich sie etwas leiser. Weil das ist ein Qualitätsstream hier. Ja, Vorsaison wie jede Woche. Wir fangen mit dem Wichtigsten mal ganz kurz an. Seasonwechsel. Ich glaube, die Kamera steht ein bisschen falsch. Ich hatte die letzten Samen abgeschraubt, deswegen kann es sein, dass sie ein bisschen verrückt ist. Mal gucken. Moin Domme, schon mal. So. 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 Noch einen anderen Chat hier gehen. Fertig. Ja, heute gibt es den Pontiac Firebird. Der vierte. Dritte oder vierte? Weiß bei dem einen gar nicht, ob es ein Firebird ist. Moment. Der vierte. Ja, okay, dann machen wir das gut. Haben wir noch Zeit. Ja, das Wichtigste natürlich zuerst für jede Woche. Der links hier. Backstage Pass. Impala oder Fury? Ich glaube. Ja, gut. Ja, gut, ich benutze eh keiner. Was haben wir denn die Woche? B7. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Meisterschaft, die wir schon gefahren sind. Ich glaube, ich erinnere mich sogar an die noch. Das war, glaube ich, die, wo wir uns alle noch umgebracht haben, wo Stone of Sam GT40 gefahren ist. Und Domme und TZ2. Ich glaube, da hat Domme Stone da in den Baum reingeschoben. B700 klassische. War eine neue Meisterschaft. Und Super GT. Sind schon mal ganz gute Meisterschaften, auch alles Street. Was noch? B700 Cluster Massacres. B700 Mini, kennt man auch schon. Showcase. Ja gut. Machen wir schon mal die PRs, sonst wären alle beitreten können. Moin Hardware Guy. Headwear Guys. Domme wird wieder Spaß haben, oder? Eine Woche kein Forza gespielt, Alter, das ist schon. Aber ich habe heute meine letzte schriftliche Abitur, Alter, kann man noch besser aussprechen, Abiturklausur geschrieben. Das heißt, jetzt habe ich nur noch in einem Monat erst die mündliche und dann bin ich durch. Also ziemlich chillig alles. Nice. Ich meine, wenn du schon durch Prolog bist und online spielen kannst und so, kannst du beitreten. Ich treffe alles, nur nicht die Taste, die ich treffe. Ich bin auch dumm. Und mein Layout ist gar nicht. Das ist ein bisschen blöd bei dem, wie das gemacht ist hier. Erkläre ich gleich, Holger. Ich pausiere mal ganz kurz den Stream. Ich bin sofort wieder da. So. So, jetzt dürfte es funktionieren, ja.
Moin, Domme. Moin. Na, geschlafen? Ja. Ja, Dingens, ich hab ganz vergessen, dass Donnerstag ist. Was seht ihr in den letzten letzten Wochen irgendwie erfahren? Weil es fühlt sich eh alles irgendwie wie jeder Tag an. Ja. Digga, ich wollte irgendwie viel früher aufstehen, aber mein Körper denkt sich so, nö, Digga, du bist jetzt müde, okay? Uff. Ja. Gut ist. Hunigan erst 200 und Hammer 1 im Vorsortonschub. What the fuck, der Hunigan kostet 1000 Punkte. Ah ja, Digga. Lul. Digga, der war schon. Wie oft war der schon drin? 10 Mal? Keine Ahnung. Als ob der jetzt so selten ist, Alter. Okay, man kann es auch übertreiben. Soll ich mal kurz Licht anmachen, Lul? Die typische Flashbang im Stream. Licht an und am Anfang gemutet sein, ist immer so typisch für ihn. Ich habe mich diesmal nicht gemutet, oder? Nee, diesmal nicht. Ich glaub nicht. Ich muss niesen. So. Genießt. Noch nicht die ganze Karte freigespielt. Musst du auch gar nicht. Machen wir gleich. Ja, ich finde das so nervig bei diesen Selbsttests, die wir machen müssen. So vor Klausuren und so. Ich muss davon immer niesen. Das ist geil. Relativ logisch. Ja, manche müssen es, manche nicht. Ja, aber. Aber es ist halt. Ist ja direkt so an der Nase da, Alter. Ja, so an dieser Innenwand ist halt so. Ich find's nicht schlimm oder nicht eklig oder so, aber ich muss halt immer niesen, so. Das ist einfach abfuck. Vor allem, du musst das ja da so rumdrehen drin und stell mal vor, du musst währenddessen niesen. Na, zieh's halt vorher raus. Ja, klar, aber trotzdem. Aber, ja, ich hab's halt noch nie gemacht, so einen Schnelltest. Ja, aber ich schon genug. Ich würd's gerne mal machen, einfach, also aus Interesse, wie es ist. Es ist nicht. Viele sagen ja irgendwie, es wäre voll schlimm oder so, habe ich das Gefühl. Aber es ist ja eigentlich gar nicht, aber. An mich juckt sowas eigentlich auch nicht. Ich steck mir überall Dinge rein. Hardware Guy, schreib mal deinen Xbox-Namen in den Dings. In den Chat. Oha, wir kriegen ADA. Hardware Guy, okay. Hardware Guy. Hardware. Der einzige Ware. Ich habe letztens den Stream nachgeholt, den Anfang geguckt. Da hast du irgendwie gefühlt eine halbe Stunde auf mich gewartet. Ich dachte so, jetzt lass ich dich nicht im Stich. Jetzt lässt Fluff du uns wieder im Stich. Genau. Entweder oder. Einer muss es sein. Aber ich wollte kein Wheelspin öffnen. Ich will kein Glücksspiel. Was wollte ich mit dem machen? Stimmt. Und Mythos mutiert langsam zu Luca. Er hat an einem Donnerstag einen Kater. Stones. Moin, Pete. Wie geht's? Heute mal wach. Klingt gut. Ach, ist mein Paket angekommen, Pete? Ja, es hält dich wach. Bauen wir mal ganz kurz ein Mini auf Dings auf B für die eine Meisterschaft. Ja. Weil braucht man ja eh für einen Vorsaturn. Nochmal fix die Dailies. Oh. Also die Weekly. Ja, mach. Das. Ja,
Gewichtsreduzierung im Mini, let's go. So ein schweres Auto, also. 0 auf 161, fehlgeschlagen. Danke. Kann man nicht mehr messen, so schnell. Jo. Ich glaube, ich gehe mit einer Reifen sogar. Cool. Oh, Fluff, das ist im Chat. Ja, moin. Aber nur im Chat, das ist enttäuschend. Ja, Fluff darauf kommen. Oh, NPC. Stimmt, der hat White Body. Ja. Weil, wenn Mini, warum auch nicht, ne? Muss man ja. White Aber Body. Ich habe was anderes mit dem vor, deswegen lasse ich das mal ganz kurz. Alles rein da. Rein in die Olga. Was geht? Wie geht's? Mir geht's gut. Dom ist mal wach. Ja. Jetzt fehlt's nur noch du im Voice Chat. Ja. Ich habe auch das Gefühl, ich kann irgendwie nicht aufstehen, weil ich die ganze Zeit am Träumen bin und die Träume so intensiv sind. Die lassen mich einfach nicht aufstehen. Kenne ich aber auch irgendwie, muss ich sagen. So, das halt einfach, dass du nicht aufstehen willst, weil du so denkst, die Träume sind eigentlich nice. So. Ich bin so richtig Inception-mäßig in den Traum gefangen und... ist einfach ein Nether. Letztes Schlafen, so. Das. Und dann so, wenn man aufwacht, ja, der Traum war so krass, aber du darfst dich nicht dran erinnern. Ich kann mich irgendwie recht gut an Sachen immer, also so Träumen und so erinnern. Keine Ahnung. Ja gut, das passiert auch gefühlt einfach unendlich viel. Ja, mein Gehirn ist komplett überfordert. Ah, okay, Pete, machen wir. Cool. Nur kurz das Dings aufbauen. Dann machen wir die Dirt Rennen mit dem Mini, glaube ich, zuerst. Schau mal. Nehmen wir die weg. Mini auf B? Ja, aber du kannst auch, wenn, einfach meinen nehmen. Für den Vorsatz mit dem Mini. Aber kannst auch einen eigenen aufbauen. Naja, keine Ahnung. Für Dirt kannst du aber einfach mal nehmen für die kurzen Rennen. Ach, ich wollte mir noch die Dings da gut drauf machen. Ganz gut. Ich will keine Spears für uns öffnen Spiel. Ich bin nicht Knossi. Halt fast alles scheiße aus, aber egal, das ist gut. Ich glaube, ich bin viel zu sehr auf Grip gegangen bei dem Auto. Wie viel Leistung hat er? Warte. Nicht viel, aber ich wieg halt auch nichts. 116 auf 650 Kilo. Oh, geht. Meisterschaft sind halt fast nur Stadtrennen.
Ich warte immer noch auf Hardworker, dass er seinen Namen reinschreibt. Was ist mit Pete eigentlich? Keine Ahnung, Pete fährst du mit? Wahrscheinlich, oder? Nee, Pete hat keinen Bock auf uns. Könnte ich verstehen, Louis. Ja, dein Xbox-Namen, dein Ingame-Namen, wie auch immer. Ja, damit wir dich einladen können. Ja. Wäre hilfreich. Du bist schon fertig? In 15 Minuten? Hä? Okay. Oder er hat einfach nur... Achso, mit Dirt. Ja. Ja gut, dann kommst du danach dazu. Alles gut. Ehrenlos, wie er ohne uns anfängt. Irgendwie klingt das wie ein Name, der dir einfach von Xbox gegeben wurde. Ist es, glaube ich, auch. Hab dich. Solltest jetzt eine Einladung bekommen haben. Zum Spiel. What the fuck? Solid Lizard. Solid Lizard. Nur ist es mal besseres Wetter im Spiel als im Real Life. Das ist doch immer, dass im Spiel so schlechtes Wetter ist, andauernd so depressiv. Ja, das ist doch in echt auch. Ja. War jetzt auch nicht, dass du schlecht meinst, aber... Egal. Ich hatte das während der Klausur, also ich habe heute Abi geschrieben, so letzte Klausur. Mhm. Also letzte schriftliche. Und Regen ist ja so, wenn es regnet, ist super entspannt, finde ich. So vom Geräusch her und so. Und es war die ganze Zeit super dunkel draußen. Wo bekomme ich 8H die Einladung in-game? Mhm. Du bekommst sie entweder in der Xbox-App oder in der im Console-Companion. Es hat heute angefangen so ein bisschen, ich sag mal, zu hageln, aber es hat nicht gedonnert oder so. Zumindest bisher noch nicht, kann sich aber auch noch erinnern. Aber ich saß halt da die ganze Zeit so in der Klausur, hab dann ab und zu so nach draußen geguckt, es war dunkel. Ich dachte mir so, Regen wäre jetzt schon entspannt so nebenbei. Weil, ich meine, war zwar jetzt nicht so, dass die Klausur schwierig war oder so, aber es wäre halt einfach entspannt gewesen, das war scheiße langweilig. Ja, mach halt YouTube-Video an. Ja. Und, weißt du, dann haben wir nach der Klausur noch ein bisschen geredet und so, und als ich losging, fängt es an zu regnen. Chillig. Hat mich jetzt nicht sonderlich gestört, aber war halt einfach lustig. Schade. Machen's anders. Ich hab dir jetzt mal gefolgt, dann solltest du mir auch vielleicht einfach in der, also in-game. Das ist gejoint. Ja. Ah ja, doch. Hä? Warum kann er dem Spiel nicht beitreten? Vielleicht joint er noch? Ah, warte mal. Oh, Level 7. Ja, du musst noch durch den Prolog spielen. Das ist ein bisschen, also du musst einmal durch alle 4 Jahreszeiten durch. Und dann kommst du in die, offene Season quasi. Genau. Aber das dauert, also das kriegst du in, keine Ahnung, 2 Stunden. Also wenn du Speedruns schneller, aber ich denk's mal nicht. Ja, dann musst du noch Winter durchspielen und dann noch Frühling. Weil ich weiß gar nicht, wie das ist bei Frühling, wenn du jetzt durch den Winter spielst. Und dann im Frühling bist, ob du dann mit uns spielen könntest.
Trapps auch nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Server noch dran sind. Achso, Pete wollte sagen, sorry, Emil. Ja, Emil ist doch gar nicht da. Ja, aber muss trotzdem neben Stream gesagt werden. So. Ja gut, Hardware Guy, ich schmeiß dich dann einmal ganz kurz aus der Kolonne raus wieder. Was ich nicht mehr kann. Stonks. Was ist denn mit Flofdorf jetzt, ne? Keine Ahnung. Das lässt uns etwa im Stich, ne? Mögt ihr euch gegenseitig nicht mehr? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, mögt ihr euch nicht mehr? Wir haben letzte Woche mit mir gezockt. Da hast du mit mir nicht. Oh, ich hab kein Problem mit denen. Hey, letzte Woche war ich dabei. Oder vorletzte Woche? Ach, ich weiß schon nicht mehr. Ja, wie gesagt, dauert nicht lang durchzuspielen. Dann nächste Woche. Nee, wo kein Plan, wo Emil ist. Ach stimmt! Ich habe ja komplett vergessen, auf das PC ist doch geroastet worden. Ach Mensch. Was ist denn mit deinem PC? Einfach explodiert oder was? ...567 chillig. Ich starte dann mal die Dings von Pete. Alter, ich kann keine Zahlen lesen. Schwierig. Nee, ich finde das nur so schwierig, wenn, weißt du, wenn da so eine längere Zahlenfolge ist, wo dann keine Punkte oder so drin sind bei 1000, 100, whatever. Oder auch generell so Sachen, wo man halt so nacheinander, was weiß schon, was ich meine, vielleicht. Da komme ich so schnell raus. Was nochmal? Ich bin dumm. Ich zugehört. Alles gut. Ich hab den Anfang nicht gehört. Emil, ja, kommst du raus? Dein Ziel erreicht. Was? Du hast irgendwas gefragt gerade? Was? Ja, ich hab gefragt, was du gesagt hast. Achso. Ja, wenn du so eine längere Zahl hast, wo du dann nicht irgendwie so Unterbrechungen bei 1100 hast, wie so ein Punkt oder so. Ja, schwierig. Das sieht halt irgendwann einfach für mich verschwommen aus ab einem gewissen Punkt, weißt du, wie ich meine? Weil mir das dann so noch recht klein ist. Nicht schon. So Punkte sind schon nice. Eben. Keine auslassenden Spiele länger als 20 Minuten. Ja, okay, aber muss ja irgendeinen Grund haben, ne? Also. Ist der PC zu heiß oder was? Leg ein Spiegelei drauf und guck, ob's brennt. Nee. Ja, mein, ich hab halt nicht so einen großen Kontostand, deswegen muss ich mich damit nicht befassen. Temperaturen sind normal. Normal? Der geht. Der, dann sind die Monitore kaputt? Nee, das kann ja auch nicht sein. Bei ihm hat irgendwie alles geleckt das letzte Mal. Vielleicht ist es eher vom PC aus doch. Ja, vom PC aus. Aber da gibt es ja verschiedene Komponenten, ne? Ja. Nicht so einfach. Aber spontan würde ich sagen, Grafikkarte. Kann, muss aber auch nicht.
Programm sein. Kann so. Hardware geil, müsste sich doch damit gut auskennen. Kann auch CPU sein, kann eigentlich alles sein. Also PCs sind echt einfach nur scheiße manchmal. Oder Technik generell. Weißt du, in einem Moment funktioniert alles, man ändert nichts, auf einmal geht's nicht mehr. Macht so gar keinen Sinn. So alle möglichen Technikgeräte, die so einen Tag nach der Garantie kaputt gehen. Dass irgendwie früher irgendwie alles so robuster war und länger gehalten hat. Heutzutage ist alles so billig produziert, geht gefühlt nach ein paar Monaten kaputt. So, noch eben das zweite. Also Mikrowellen oder Waschmaschinen von früher haben echt lange gehalten. Keine Ahnung, wie alt unsere Waschmaschine im Keller ist. Die halten 20, 30 Jahre noch länger, was weiß ich. Ohne Probleme. Heutzutage, ja, nach einem halben Jahr ist irgendwas. Ja, moin. Auf jeden Fall sehr smart, die Geräte. Die wissen, wie man Cash macht. Wird ja nicht beschrieben, welche Intelligenz. Also so eine smarte Waschmaschine von Samsung oder so. Schon mit. Einfach mit dem Handy. Ja, du kannst auf deinem Kühlschrank WhatsApp schreiben. Ja, ist auch so. Ist einfach, oder bei Twitter, dann ist wieder so, ne, woher es kommt, so die Nachricht. Das ist dann Flex. Weißt du, so Datenschutz hier, Datenschutz da, und dann kann einfach dein Kühlschrank sagen, was du eingekauft hast. Gefühlt. So, bei Twitter so, ja, ich stehe gerade in meinem Kühlschrank und ziehe mir gerade Eis aus der Eismaschine. Ich bin so reich. Und schreibe nebenbei einen Tweet auf meinem Kühlschrank. So, bei E-Mails steht doch manchmal, von welchem Gerät die geschrieben wurden. Und dann steht da keiner an Samsung Fridge FSL X30. Genau. Samsung Smart Fridge. Ja, Mann. Das ist halt. Fernseher halten auch immer noch die 9. Können. Die 9, aber auch nicht mehr so wie die alten. Die alten. Die gingen nie kaputt. Also macht halt auch Sinn, ne? Wenn mehr Technik drin ist, kann auch mehr Technik kaputt gehen. Ist ja das gleiche bei Autos. Ja. Ist da eine Kleinigkeit kaputt, geht nichts mehr. Und früher war es, ja, ganz ja, ich simpel. Könnte wieder vom Smart erzählen. Ja, das ist sowas halt, ne? Hast du so einen Motor geswappt? Okay. Keine Ahnung. Das ist Tuning von Stone Officer. Ah. Ich habe durch Zufall in den letzten Tagen Kontakt zu jemandem bekommen über Raceroom. Der was über Trackdays weiß. Und jetzt weiß ich zumindest, dass ich für Autos, die ich auf Trackdays fahre, keine Versicherung brauche, sie nicht anmelden muss. Und das theoretisch möglich ist. Okay. Und sie halt keine Straßenzulassung brauchen. Ja, ich hätte mal auch googeln können. Weißt du, wie lange ich dafür gegoogelt habe und nichts gefunden habe? Weißt du, wie man überhaupt gar nichts zu dem Thema überhaupt findet? Wahrscheinlich brauchen die nur Straßenzulassung, oder? Nee, also bei Nürburgring Touristenfahrten zum Beispiel war das ja was anderes. Das sind ja keine Trackdays. Ja, also, ja, mein GT3-Auto braucht auf jeden Fall eine Straßenzulassung. Also Trackdays, auf Trackdays fahren auch Teams ihre GT3s und so zum Testen. Das ist normal. Der hat dann auch von Stories erzählt, wo er in seinem E92 gefahren ist. Und auf einmal. Nee, das war.
keine Ahnung, Nordschleife, Döttinger. Er ist halt ein WTCR-Fahrzeug gefahren und auf einmal fährt ein Lamborghini GT3 an ihm vorbei, so flat out. Das ist schon krank. Das ist ja einfach deutsche Autobahn. So. Ich würde sagen, Pete, kommst du wieder in die Kolonne für den nächsten Stop? Ja, Pete, kommst du mal? Pete, mach! Pete, wir warten. Ah, Strongs. Mensch, auf dich kann man sich ja auch nicht verlassen, Pete. Das ist schlimm. Genau. So sagen wir uns halt erstmal den Punchback, oder? Ich würde gerne joinen, aber irgendwie. Lädt das noch. War doch nicht ernst gemeint, also eigentlich schon, aber ich darf ja jetzt nicht als der böse Mann vor meinen Zuschauern wirken. Irgendwie hakt das daran, dass ich keine Zuschauer habe, aber... Zorn und geh einfach mal aus der Kolonne raus, nochmal rein, oder? Was, ich? Ja, wenn er nicht joint gerade. Ja, ich kann ja nicht ins Menü, ne? Blöd. Kannst du mich einfach mal rauskicken vielleicht? Ich glaube, ich kann dich nicht kicken, wenn du nicht in der Links bist mehr. Bei was ich machen könnte. Doch, aus der Kolonne kannst du mich kicken. Nein, ich kann nur Leute aus der Kolonne kicken, die bei mir in der Sitzung sind. Ja, ist doch besser so, Pete. Ist besser so. Tun wir aber auch nicht. Ah ja, nice. Ah. Ich hab, wir nehmen uns auch nicht ernst, sonst, ja, das wäre irgendwie weird. Angesichts der Tatsache, dass es Frühling ist, wir uns von Tag einpassen. Kann ich dir kein gutes Wetter garantieren. Aber ja, ich garantiere dir Spaß. Das stimmt auch, egal wieder. Unter welchen Bedingungen. So. Was nehme ich denn? Was sind das für Strecken? Dino? Hm? Was für Strecken sind das? Eher, also auf jeden Fall Ambleside. Ja, cool, ich konnte nichts auswählen. Irgendwie dein Wagen, glaube ich. Was ist denn das für ein Wagen? Meiner? Ja. MC Jefflin. Jawohl, kenn ich gar nicht. Cool. Ja gut, ist so ein bisschen, also AMC ist in Amerika quasi das, was bei Dacia kennt man hier noch, ne? Aber, also man kennt es, aber man ignoriert es. Von hinten irgendwie so ein Challenger auf Wish bestellt. Ja, es war halt, oder ist halt so ein, ich sag mal, Low-Budget-Muscle-Car. Ja, für sein ultra niedriges Alter. Ist ja 12. Ja. Ich bin gerade erst geboren.
War nicht ganz ernst. Komm, hä? Ich weiß, alles gut, Peter. Wir machen hier nur Spaß, alles gut. Wie alt bist du? 18. Du lebst seit 6 Jahren. Ja. Und erst ab 12 ist man existent. Davor habe ich existiert, aber nicht. Nee, davor hast du nicht existiert. Das stimmt. Davor, ich davor weiß noch nicht mal, ob ich bisher antworten. Existiere. Aber danke, Peter, das ja. ehrt mich. Auf jeden Fall, wegen AMC sind halt so ein bisschen, ich sag mal, Low-Budget-Massacres und die... irgendein Police Department hatte mal... Es war halt so dieser Polizeikrieg in Amerika, wo jede Marke möglichst viele Polizeiautos haben wollte. Für Werbung halt. Für deren Autos. Und eine Police Station konnte oder hat halt wenig Geld und dann hat AMC angeboten, halt den Javelin für die aufzurüsten. Und das ist auch der einzige Grund, warum er hinten diesen Spoiler dran hat. Den hat er nämlich normalerweise nicht dran. Sieht übel scheiße aus. Mit Spoiler geht's, finde ich. Und der hatte den Spoiler nur drauf, damit man da Polizei draufschreiben konnte. Du hast gerade gesagt, mit Spoiler geht's. Du meinst, ohne Spoiler geht's. Nee, andersrum. Mit Spoiler geht's, finde ich. Ohne Spoiler. Das Ding ist, der hat halt... Du hast gesagt, der Spoiler sieht voll scheiße aus. Ohne Spoiler, sorry, wenn ich... Auf jeden Fall ohne Spoiler sieht scheiße aus. So, okay. Finde ich. Mit Spoiler, finde ich, geht's. Weil der halt so abgerundet ist, das sieht komisch aus. Egal. Ja. Aber haben sie eigentlich nur dran gemacht, damit sie da halt Police draufschreiben konnten. Das soll ein Polizeiauto sein? Ja. Ich meine, zu der Zeit waren halt alle Polizeiautos so Pony Muscle Cars, also Fox Bodies. Ja, also wo genau sitzen die Sträflinge? Streifenwagen, keine Ahnung. Was weiß ich. Ja, muss man ja Leute mitnehmen können. Kommen die einfach in den Kofferraum oder was? Wahrscheinlich. Oh, nice. Bei hier Fox Body und Camaro, diese hatten sie ja auch keinen. Macht auch sehr viel Sinn. Zwei Sitzer Polizeiauto. Das ist halt. Keine Ahnung, war glaube ich auch eher so Highway Patrols und so. Keine Ahnung. Und dann kommt Japan und hat einen R34. Ja, aber das sind. Also hier wie bei jedem anderen Land auch eher so Shops. Ich meine, die haben ja auch 370Z. Die sie aber ja, eigentlich nicht einwässern. Japan dann doch noch am geilsten. Ja, Japan hat auch. Also ich finde auch die Liveries, die haben geil. Aber viel. Ich glaube, das Land, wo es wirklich, also jetzt mal abgesehen so von Dubai und so, die halt einfach nur flexen damit, aber auch die einsetzen. Ich glaube, Australien hat ein paar geile Autos, so Holden GTS, also HSV GTS, die schon echt geil sind. i8 haben sie, glaube ich, sogar auch. Also schon fresh. Oder Deutschland hat VW Passat und GTS, ja. Aber unauffällig. Deutschland hatte einmal hier die erste Generation R8, hatten sie einen. Wow. Es gab doch mal Porsche, oder nicht? Ja, gab es davor mal. Also sie hatten, also am Anfang hatten sie halt geile Autos wegen Autobahn und so, hatten sie dann halt, was halt zu der Zeit echt was Krasses war, hier sehr viele, ich glaube 356er Porsche. Hm. Die halt zu der Zeit ja echt fresh waren so. Aber ansonsten... Jetzt werden sie immer noch. Ja, gut, aber jetzt sind jetzt nicht mehr die sportlichsten Autos, sondern wenn es darum geht. Was gab's noch? Das ist nicht hinhörend. Ich muss aber sagen, ich finde amerikanische finde ich mit am geilsten. Oh, da ist Emil. Moin, Emil. Also ich finde so amerikanische Polizei, ich meine, Crown Vicks sind geil, dann hatten sie noch die Chevy Impalas, sind auch geil. Oder Caprices. Ja, sind Crown Vicks geil, aber die sind halt auch eigentlich scheiße. Ja, aber was ich zum Beispiel übelst geil finde, sind die Chargers. Keine Ahnung, die sind für mich... Charger? Achso, ja, die, okay, die neueren. Die finde ich übel. Weil sie mittlerweile gehen sie ja zu den Ford Explorern. Ja, sind stark. Das sind die SUV-Dinger, ne? Ja.
sind stark und so, aber ich finde sie halt einfach langweilig so. Deswegen. SUVs, ne? Ja. Langweilig. Dann schon Hammer. Hammer H1. Einfach Let's Panzer. Go. Let's go. Finde ich so ein AMC Javelin einfach spannend. Es gab, glaube ich, auch nur ein NASCAR-Rennen, in dem AMC drin war. Und das auch nur, weil es ansonsten drei Autorennen gewesen wäre. Ja. Und sie dann halt Autos aus niedrigeren Klassen mit reingenommen haben. Und da waren ein oder zwei Javelins mit drin. Niedrigeren Klassen, ey. Die Autos haben auch Gefühl, oder? Ja, kleinere Klassen. Waren dann halt so ein, hier, was war das, ein Ford Torino, glaube ich. Nee, es waren nur drei Dodges, glaube ich. Einmal der normale Dodge Charger RT, also der 69er und der 70er Daytona Charger. Also der mit dem Flügel. In dem Rennen wegen Reifen und so weiter. Und Dodge hat dann am Ende die Fahrer quasi mehr oder weniger dazu gezwungen zu fahren. Und dann wollten die Organisatoren aber nicht ein Rennen mit drei Autos haben und haben einfach die Klasse da drunter genommen, haben gesagt, okay, ihr könnt fahren, wenn ihr wollt. Und dann waren da halt die drei Autos, die halt schnell sind. Und dann dazwischen so Mustangs und Camaros, die halt vergleichsweise nicht so schnell sind. Ja. Das ist schon... Weiß nicht, ob ich bei einem NASCAR-Rennen so unterschiedlich schnelle Autos haben wollen würde. Vor allem dann noch auf einer Strecke, wo es so viele Reifenschäden gab. Uff, Digga, aber so ein GTR als Police Car in Japan ist auch heftig. Auf jeden Fall, klar. Hätten doch auch mal, also wenn dann nur als Showcar, aber ich glaube eine NSX. Boah, NSX stellt mir geil vor. Und, ne, Truenos? Ja, wo die Kinder sind, ja, ne? Ja, hier ist eine NSX. Die sind halt auch super wild. Ich meine, Italien zum Beispiel hat ein Gallardo für Highspeed Patrols. Auch. Aber der ist ja, auch Italien eigentlich. Italien hat auch nicht so krasse Autos, ne? Aber der hat auch eigentlich. Bei Italien hat so Giulia Quadrofuglios und so. Oh, Lukas, moin. Wie lief Physik? Physik war wild. Bei dir auch? Also, Physik lief eigentlich ganz gut. Wie lief GK-Klausur? Lino hat Physik seine Mutter gefickt. Ja. Physik durchgespielt. Ja. Ich bin nach der Stunde einfach rausgeflogen. Warst du gut? Ich hab irgendwann einfach... Oh, RIP Lukas. Wird schon. Eine 4 reicht, ne? Ey, mein Chat hängt. Das. Jo, danke. Kein Problem. Da habe ich gerade diese Stoßfinger verloren. Ja. Absolut ekelhaft aus. Perfekt. Ah, RIP Lukas, das ist. Vielleicht hast du noch ein paar Lucky Guesses gehabt. Mal schauen. Und das sind ja noch zwei geschrieben. Hey, das mit 4 kam einfach nicht an. Toll. Piet, warum rammst du mich von der Strecke? Hoffentlich, ja gut, wird schon, oder? Ich hab die ganze Klausur so durchgenommen. Ja. Also bin da halt komplett gewesen, bin alles nochmal durchgegangen. Und dann bin ich alles einmal durchgegangen, hatte noch so ein paar Aufgaben, wo ich noch nichts stehen hatte. Und auf einmal, ich hab nur noch irgendwie an... keine Ahnung, Autoprojekte gedacht, die ich irgendwann mal machen möchte. So gar nicht mehr an die Klausur. Ich konnte mich gar nicht mehr drauf konzentrieren. So. Ich meine, am Ende ist es konnte ich eh davon nichts mehr schreiben, weil ich habe in der Formelsammlung gesucht, habe nichts mehr gefunden, wie ich das noch hätte machen können. Hatte einfach keinen Plan. Waren nicht viele Aufgaben, aber halt so ein paar. Kleine Teilaufgaben.
Aber ich saß da gefühlt eine Stunde und hab nur über anderes Zeug nachgedacht. Tja, hättest du mal Ritalin schlucken müssen. Hätte mir, glaube ich, auch nicht geholfen. Die hilft. Hier kann man nicht mehr helfen. Die Banner waren an einer Stelle solche Wichser, weißt du, da waren so drei Bilder. Und dann waren halt so, musste man halt sagen, gab so einen Versuch und dann entstehen da halt so Lichter in der Röhre, ne? Um es einfach auszusagen. Und dann stand da, ordnen sie den Spannungen die Bilder zu. So, um halt zu sagen, von der bis der Spannung ist das Bild oder so und so viele Lichtereignisse und so weiter. Und dann war Bild 1 waren 3 Striche, Bild 2 war 1 Strich und Bild 3 waren 2 Striche oder so. Aber das Ding ist, die Bilder waren schwarz-weiß, du hast auf den Bildern nichts erkannt. Ist natürlich auch geil, in einer Abiturklausur nicht das Geld zu haben, das so auszudrucken, dass man was erkennt. das hatten aber auch die anderen bei mir in der Klausur, die Klausur geschrieben haben. Dass die dann erst gedacht haben, Bild 1 ist ein Strich, Bild 2 sind 2 Striche. Da stand drunter, wie viele Striche das sind, aber das hast du halt einfach übersehen. Und da habe ich es rechtzeitig noch gesehen, alles durchgestrichen. Und so, das... Ja. Oh, Lukas online. Es war einfach asozial. Nicht mehr, nicht mehr. Aber ja, am Ende irgendwas in Schramm auf Punkthaufen. Das ist schon ziemlich korrekt. Aber war an sich für mich eine easy Klausur. Was ja, das ist ja auch einfach zu gut, ne? Nee, die Klausur war wirklich easy. Ich muss nichts mehr schreiben, ich habe nur noch mündliche in einem Monat. Was hattet ihr für Themen bei euch im GK? Auch Frank Herz und Relativität oder was anderes? Ah, perfekt, bei mir im Stream ist schon da und... Okay, auch Frank Herz und wahrscheinlich dasselbe, nur mit ein paar weniger Aufgaben insgesamt. Also Frank Herz, Relativität und Dings. Ich, der nächsten Monat die SAP schreibt? Zentrale Abschlussprüfung. Ach so, stimmt. Wahrscheinlich. Na, keine Relativität war aber easy in der Klausur. Also ich hasse Relativität eigentlich. Relativ gesehen. Aber wir hatten eigentlich ziemlich easy. Und es war auch alles erklärt. Also es war jetzt nichts schwierig. Komm. Ja, Relativität ist relativ, ne? Ja. Ja, alles. Ja, viel Glück hatte er dann dafür. Aber als ich die geschrieben habe, war die eigentlich nicht so schwer. Muss ja auch bei Dings schon. So halt. Ja, das war früher. Ja, da war noch Krieg. Ja. Entspannt, Alter. Ich wäre in Real Life gar nicht gestorben gerade. Jetzt ist schon mit 1 Million Mal, glaube ich. Hätte lieber was mit Quanten gehabt. Boah, da hätten wir aber wahrscheinlich dieses Dings-Diagramm gehabt, das ist kacke. Das hätte ich nicht gewollt. Also wir hatten echt für unseren LK zumindest die perfekten Themen. Ja, aber auch wie, ich sag mal jetzt nicht den Namen, wie euer Lehrer dann so genau auf die Minute beim Test. So, jetzt wartet ihr noch bitte, damit ihr auch genau 1 Minute das Ding da in dieser Flüssigkeit habt. Und dann können wir den Test genau 15 Minuten lang. Hey. Was heißt denn jetzt, du sagst den Namen nicht?
Alter, kann ich dir später sagen. Nein, das ist nicht. Alter, Doppelspalt, geh mir weg damit. Ich will das nie wieder im Leben sehen. Ich hasse das Thema. Ja, es war, weißt du, wir haben die Tests bekommen, so. Also wir sollen uns ja vor jeder Klasse testen. Und dann, weißt du, wie genau er das durchgetaktet hat? So, dass man genau gleichzeitig, dass man auch nur genau eine Minute dieses Teststäbchen-Dings in dieser Flüssigkeit hält. Dass man genau, keine Ahnung, 15 Minuten... What the fuck? Hat uns auch davor und danach mit Desinfektionsmittel vollgesprüht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Physiklehrer mögen es sehr gerne mit Desinfektionsmittel rumzusprühen. Erstmal mit Desinfektionsmittel abduschen. Ja. Das war so lustig. Ich, in unserer vorletzten Physikstunde, die wir hatten, hat unser Lehrer, einer aus meiner Klasse, so die ganze Zeit so mit dem, also nicht die ganze Zeit abgesprüht mit dem Ding, sondern der, das hat halt genau bis zu ihrem Platz gereicht von seinem aus. Ne? Hat er immer so hingehalten und so getan, als ob er sprüht. Er hat schon mit der Nerfgun alle abgesprüht. Ja. Also. Ja, nice, Digga. Ja, kein Problem. Ich sag mal sorry, Emil, auch wenn es Pete war. Ja, sorry, Emil. Aber ich will nicht einen zweiten Merch irgendwann rausbringen müssen. Sorry, Pete. So bei jedem Community-Mitglied. Da Variation drin war, ne? Ja. Vor allem auch Buchstabenvariation. Keine Anzahlvariation, aber Buchstabenvariation. Moin. Moin. Wir haben uns über SUVs schon unterhalten, ne? Ja, ja. Das sind sehr tolle Fahrzeuge. Boah, was war das für ein Stunt, Alter? Yes. Oh mein Gott. Kinder, macht das zu Hause nach. Ja. Ohne Aufsicht. Ohne Führerschein. Nein, der Zug, ich muss am Dings warten. Ja, also, wie sollen Kinder das mit Führerschein machen, frage ich mich. Keine Ahnung. Ja, was ist das für ein Scam, als ob ich jetzt hier warten musste. Oh fuck, ich werde es nicht gegen den Zug schaffen, oder? Okay, wie man diese Strecke eigentlich nur kartet. Nice. Komm, lass mich auf die andere Seite. Danke. Eigentlich soll man hinter dem Zug sein. Versuchst du es? Ah, shit. Moin. Moin. Der Cut ist für mich ein Mythos. Moin. Danke. War ein Boost. Ich lande auf dem Zug. Ich halte den Zug auf. Okay, vielleicht noch nicht. Züge kann man nie aufhalten, das müsst ihr doch wissen. Hä, doch, in GTA gab es auch ganz viele Videos, wie man den Zug stoppt. Und am Ende hat man den Zug nicht gestoppt, weil es in GTA eigentlich fast unmöglich ist, außer am Ende von drei Missionen. Und dann haben Leute Mods runtergeladen, um so zu tun, als würden sie es in Vanilla machen und irgendwelche bescheuerten Sachen ausprobiert, die alle immer dasselbe waren, komplett weg waren, aber Kids kann man trotzdem abziehen. Abziehen, Digga. Du ziehst ja einfach ab, wenn du ein Video machst mit Mobs.
Also wie die das verkauft haben, war es halt schon hart Clickbait. Jedes GTA-Zug-Video war Clickbait. Ich finde das so lustig, bei guckst du die Videos von Dark Viper AU oder kennst du nur die Clips? Clips. Ey, die Videos von denen sind so legendär. Vor allem so No Hit Run und Pacifist Run und so, was der da alles für eine Scheiße labert und so. Das habe ich gesehen. Das war so bescheuert. Vor allem auch geil. David wollte den Test einfach in den Sack, also in den Müllsack schmeißen. Bevor unser Lehrer da drauf gucken konnte. Der wurde dann richtig weggeklatscht. Nee, unser Lehrer hat dann gesagt, ich würde gerne das drauf gucken. Weil David ist halt komplett lost ab und zu. Netter Typ, aber lost. Also selbst in Relation zu mir. Heißt es schon was. Ja. Vor allem, unser Lehrer war halt nicht da so, größtenteils, weil er halt so eine Fortbildung machen muss in letzter Zeit, weil er Infolehrer wird, weil bei uns alle Infolehrer sterben. Ah, nice. Nee, ja, halt werden, sagen wir mal so, etwas älter. Ja, sterben ist schon richtig. Und dann wollen wir halt Infolehrer und er macht da halt die Fortbildung für jeden Donnerstag so. Und deswegen konnte er nicht bei uns sein und deswegen hat der andere, also der Lehrer vom Physik GK, ihm immer geschrieben. Und also er hat sein Handy halt so auf laut. Und dann hat irgendwann eine war irgendwie abgefuckt aus dem Biokurs, hat dann gesagt, können Sie bitte einfach das Handy auf lautlos stellen? Ich glaube, er hat es nicht mal gemacht. Wenn Schüler das schon zum Lehrer sagt. Ja. Es war schon wild. Ich denke mir so, ist eigentlich ein geiler Sound. Hoffentlich schon richtig an Nokia. Ey, aber nichts gegen unseren Infolehrer, der ist cool. Also gegen die andere kann man was haben, aber nicht gegen unseren Infolehrer. Nee, bisher noch nicht tatsächlich. Also wir hatten schon Infizierte nach Stufe, oder zumindest einige, die in Quarantäne waren. Aber ich wüsste nicht, dass bei uns jemand positiv getestet wurde. Selbst wenn, alles ist irgendwie... Leute können jede Scheiße erzählen, gefühlt. Aber man sagt dann... Wir hatten zum Beispiel mal eine Lehrerin, die in Quarantäne war, soweit ich weiß. Und dann wollten wir natürlich wissen, hat sie Corona? So, weil es ja eine relevante Frage auch für uns ist, irgendwie. Und dann wurde uns gesagt, ja, das dürfen wir euch nicht sagen. Wegen Datenschutz. Naja. Und dann frage ich mich, ist doch dann logisch, warum Leute denken, Corona gibt es. Also klar, Leute, die denken, Corona gibt es nicht, sind Abfall so, sorry, aber... Ja. Aber ist doch klar, dass Leute dann darauf kommen, wenn man einfach nichts dazu gesagt bekommt im näheren Umfeld. So, das ist halt einfach bescheuert. Von überall gibt man seine Daten an, jeder findet direkt gefühlt raus, wer in Quarantäne ist oder nicht. Und wie lang und was weiß ich. Aber sowas darf man dann nicht wissen, das ist einfach lächerlich mit dem Datenschutz. Weiß alles über dich, außer das, was man wissen sollte. So. Ja. Ist schon mal kaputt. Oha, moin Timo. Der mit dem kreativen Namen. Oh nee. Kann doch lieber der andere Timo. Oder der Timo ohne O. Der deutsche Timo ist besser als der österreichische. Spaß natürlich, ne? No front. Sind beide scheiße. Kreativ bin ich, ja. Ah. Natürlich.
Ja, schon. Du bist einfach Luft Version 2. Ich bin schon einmal gepikst, hast du einen Datenschutz, ja. Pass jetzt auf, dass dich Leute nicht umbringen wollen, weil du dich einmal impfen lassen hast. Ja, wir sehen, ne? Nach ein paar Jahren wirst du zum Hulk. Achso, ich meinte jetzt eher wegen diesen Todeslisten. Ja, ich finde das, weißt du, jedem das, aber diese Todesliste und so weiter, was da alles drum. Ey, what the fuck? Ich habe mich nicht geil mit beschäftigt, ist für mich Bullshit, keine Ahnung. Ich hab's halt so, ja, hat er gar deiner ist kreativer. Ich hab's halt so nebenbei mitbekommen. Oh, Lukas da. Moin, Maite. Ah, da bist du ja. Ich hab noch das Video von JP gesehen. Nee, du guckst hier keine Videos. Haben wir den nicht angeguckt? Abwaschvideos. Nee. Doch. Dann können wir dich. Okay. Ciao. Okay. Ja, es gab halt so eine, Es gibt jetzt den Pontiac, oder? Ja. Okay, so. Nice. Es gab halt so, es haben halt Politiker dafür gestimmt, dass der Lockdown wieder stärker wird, was Sinn ergibt. Und dann haben irgendwelche Querdenker halt so eine Todesliste erstellt und die wurde geleakt, wo halt lauter Politiker draufstehen, die dafür gestimmt haben, also für einen harten Lockdown. Und jetzt sind, oder auch viele Prominente, irgendwie so, auch Günther Jauch und so zum Beispiel, der halt das geteilt hat, dass er sich geimpft hat und so weiter. Und, what the fuck? Also, vor allem finde ich es ja umso lustiger, dass das die Leute behaupten, dass wir in einer Diktatur leben, aber dann so das Undemokratischste machen, was es gibt. Keine Ahnung, ob man solche Leute nicht für vogelfrei erklären könnte, aber, ja. Da habe ich dann auch kein Mitleid mehr, sorry. Also meine Todeslisten werden nicht geleakt. So, steht drauf Lino, Luca, Foxy. Emi. Nee, Foxy, Nein, der VPN-Server. Zanyon. Hustix. Hustix, Zanyon. Naja, du weißt... Zanyon, der Kriminalpolizist. Ja, das Ding ist Team... Wir sagen mal nicht zu viel, ne? Wir sind ja. Ja. Nicht, dass okay, noch wir sagen wird. Noch mehr los. Nee. Ich will den Beef. Das Ding ist... Kleiner Spion. Das Ding ist, Timo, es ist wahrscheinlich, dass es nicht durchgezogen wird, vor allem jetzt mit dem erhöhten Schutz und so weiter. Aber du weißt halt nie, ne? Und ich meine... Quatsch. Ich muss alles. Naja, wenn du mal... Ehrlich, so eine Liste. Ja klar, es ist lächerlich, aber ich meine, guck mal, wie Leute, was Leute alles gemacht haben in der Zeit, wie behindert die waren so. Von daher... Ich meine, wir hatten das doch erst irgendwie vor einem Jahr, dass von irgendeinem rechten Politiker umgebracht wurde. Und dass alle möglichen Politiker... Ja, bis heute. Ja, nee, aber ich meine, es ist ja real, dass das passiert. Ja, so. Aber so nicht eine ganze Liste, Alter. Schon. Ja, trotzdem, allein sowas zu veröffentlichen oder zu erstellen ist schon... Sag mal so, ich glaube nicht, dass die Leute, die das machen, sich denken, hör, wir sind lustig, so. Ich glaube, die meinen das schon ernst. Die sind einfach nur in ihrem Film. Ja. Ey, doch, ist halt trotzdem eine Gefahr, ne? Lol, erst mein Abstich. Okay. Ich glaube, mittlerweile gibt es genug Menschen, die so bescheuert sind. Um es nett auszudrücken. Das durchzuziehen ist noch was anderes. Ja. Ah, perfekter Random. Weil, wenn die CDU da drauf steht, dann. Ja, selbst da. Weil die Nacht gelangt, gehört doch auch zu der CDU. Ich meine, die sterben eh alle. Angela Merkel stirbt wahrscheinlich auch irgendwie nie wie die Queen, Alter. Ja. Es ist, wenn man älter aussieht, als man ist, dann denkt man, ja, warum lebt die noch? Wie alt ist sie denn überhaupt? Irgendwas mit 60. Was? Ist jetzt keine 100. Aber locker um die 70. Nein. Was? Weiß nicht. Oh. Aber ich muss persönlich sagen, ich finde Merkel gar nicht so schlecht, wie viele sagen. Aber ich finde sie lustig. Ja, keine Ahnung. Wie kann man eine Meinung zu der haben? Keine Ahnung, sie ist halt irgendwie so teilweise gar nicht da. So,
Ja, sie. Digga, ganz ehrlich, bei an ihrer Stelle hätte ich auch keinen Bock auf den Job. Nee, aber viele, viele sagen ja, viele schieben ja alles auf Merkel. Die macht eigentlich. Ja. Die entscheidet ja so gesehen nicht eigentlich. Stellt sich nur dahin und ist so das Gesicht, aber na klar, kriegt das Gesicht dann alles ab. Ja, ja klar. Aber ich finde, sie ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und sie hat ja auch vieles Positives geschafft schon bisher. So, von daher. Das wenn man das genau mal mit dem so Trump vergleicht. Das auf jeden Fall. Okay, der war scheiße. Aber. Der einfach selber auf irgendwelche dummen Ideen kommt und Scheiße baut. Dann lieber eine Marionette. Aber ich meine, Merkel war ja auch zum Beispiel die, die deutlich gesagt haben, man muss aufpassen, man muss Lockdown. Also Lockdown ist wichtig in dem Fall, also als es so angefangen hat. Und viele dann schon gesagt haben, nee, wir wollen keinen Lockdown. Sie hat ja vernünftige Argumente gebracht, so, deswegen. Das ist also am Ende viel gebracht, ne? Das ist einfach nur bescheuert, was mittlerweile überall abgeht, das ist... Ja, ich denke mir nur so, Leute, chillt doch einfach mal. Chillt doch einfach mal. Übertreibt doch nicht. Wie so eine Todesliste. Unnötig. Ja. Kann immer schlechter werden. Man muss sie ja nicht mögen, so, aber. Keine Ahnung. Ich finde, man kann nicht alles auf sich schieben. Also, ich finde, die CDU hat da schon Schlimmeres. Sehr viel Schlimmeres. Sehr, sehr viel Schlimmeres. Ja. Ich weiß nur, dass bei den Grünen eine Türkin ist und die ist voll chillig. Erstmal die Grünen wählen. Weil er eine Türkin ist, die chillig ist. Ja, moin. Gutes Argument, Bro. Ey, ja. Das ist chillig. Ich wähle jetzt die Partei. Ja. Aber ich weiß tatsächlich nicht, was ich... Ich kreuze mir zwei Sachen an, damit der Wahlzettel gültig ist. Ja. Ich kreuze mal alles an. Songs. Entscheiden Sie selbst, welchen. So wie bei einer Arbeit, wenn man jede mögliche Antwort reinschreibt. Also. Entscheid du. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich wüsste nicht, wen ich wählen möchte. Also jetzt, so wirklich. Die einzige ich Partei... Ich natürlich ja mehrere ankreuzen. Die einzige, die ich wählen würde... Oder was heißt, die ich wählen würde? Warum ist man... Hört ihr mich? Ehrlich, die Grünen sind mir auch in bestimmten Dingen echt sympathisch. Ja, und dann bestimmten anderen Dingen ja nicht, aber... Ja. Ach, kann... So, kann es nicht einfach eine normale Partei geben, die einfach logisch denkt? In jedem Punkt. Ich finde... Ich glaube übrigens, mein Stream hat gerade kurz gelaggt, sorry, irgendwie ist kurz abgestürzt. Ich finde persönlich, wenn die SPD sich vor meiner näheren Vergangenheit mehr von der CDU gelöst hätte, wäre es eine echt gute Partei. So. Aber wenn sie der CDU, ich sag mal, hinterher rennt, was sie wahrscheinlich auch... Die lutscht halt immer Schwanz bei CDU. Na, ich glaube, sie... haben es halt eher gemacht, weil sie so eigentlich nur, weil sie brauchen ja die Koalition mit der CDU. Oder brauchten. Und das war halt der Fehler, weil ich meine, im Endeffekt waren die diejenigen, die Artikel 13 hätten aufhalten können. So. Kam der überhaupt? Ich habe davon nichts bemerkt. Der kommt noch. Aber wobei das... Was? Der kommt noch? Nix. Der kommt, ich glaube, Ende diesen Sommers soll die Richtlinie in Kraft treten. Aber ein paar Tage nachdem sie in Kraft tritt, hat Polen diese Verhandlungen mit der EU, weil Polen hat ja gegen diese Richtlinie geklagt, weil sie das als undemokratisch empfinden wegen den folgenden Dings. Und Großbritannien hat danach, weil Großbritannien hat dafür gestimmt, Stones, und jetzt wollen sie es auch nicht mehr. Erinnert mich an irgendwas. Nee, doch, kein Bock. Er erinnert mich an irgendwas anderes, wo sie was bei der EU entschieden haben und es danach doch nicht wollten. Irgendwas mit Exit, ne? Ah, ja, ja. Ich komme nicht, komm nicht drauf. Hä, die wollten der EU beitreten. Brexit, ja. Oder? Ja, Brexit. Auf jeden Fall. Wenn da die Anhörung ist, dann kann es sein, dass diese Richtlinie wieder gekippt wird. Das heißt, ich meine, es ist halt blöd wegen Corona, aber vielleicht hat man da noch eine Chance, was gegen zu machen. Was für Brexit? Du meinst wohl Brenta, oder? Digga, das wird eh niemals funktionieren. Die müssten einfach das Internet runterfahren, so. Ja, aber das Problem ist, Richtlinie ist in dem Sinne Richtlinie. So, was sollen wir dann noch machen? So. Also das ist so gefühlt die letzte Chance. So. Da könnten wir gar nicht mehr richtig auf Discord labern, oder?
Dann müssten wir uns illegal verhalten. Weil Discord ist ein privater Raum, Luca. Also außer du hast halt so einen riesen Community-Discord. Ja, aber da gibt's ja auch keine richtige, also ab wie vielen Leuten das jetzt ist, ne? Ja, klar. Ist ja alles schlecht. Aber Ausbildung. Ich meine, in Deutschland ist das ja sowieso, sehr modern. Mit der Rundfunklizenz zum Beispiel. Alter, ich wär, glaube ich, sofort in irgendein anderes Land ausgewandert, was relativ in der Nähe ist. Digga, wenn ich 20.000 Zuschauer habe, habe ich das Geld, um nach Madeira zu ziehen. Das war mal. Deswegen ist, ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Deutschland, sagen wir es mal so. Aber wenn mich das Land dann noch so hart darin hindern würde, bei dem, was mein Beruf sein würde, wenn ich jetzt in der Größe von einem Montour oder einem Trimax wäre, dann würde ich würde so safe nach, keine Ahnung, Schweden oder Dänemark oder so ziehen. Weil wenn ich irgendwo hinziehen würde, dann dahin. Also würde ich auch ohne dass ich das muss, weil es geiler ist woanders. Ich sehe das aber so ein bisschen wie Montewing Family und so. Keine Ahnung, ob ich das kann. Digga, wenn du richtig rich bist, kannst du die halt irgendwie auch mitnehmen. Ne? Ja, klar. Teilweise. Ja, Österreich einfach downgrade, einfach von schlechtes Internet auf gar kein Internet. Sonst. Kriegst du auch Ort mit Internet, glaube ich. Wenn ich reich bin, dann doch die. Die arabischen Länder haben schon noch echt ordentliche Steuern, ne? Ja, aber dafür haben sie so viel bessere Infrastruktur und so viel besseres Sozialsystem und fast alles ist da besser ansonsten. Und die Steuergelder werden vernünftig genutzt. Aber nichts, was dich als YouTuber betreffen würde, glaube ich. Naja, vom Internet würde ich auf jeden Fall profitieren. Aber ja, da gibt es in Deutschland auch. Aber ich finde, es sind halt einfach chillige Länder so zum Leben. Ah, sind auch. Hallo Königsegg. Und Foxy nicht, lebt hier. Nach Österreich würde ich auf keinen Fall. Ich würde Floffdorf entführen in die Schweiz und dann mit Floffdorf in der Schweiz leben. 50 Einfluss für Frühling werden, nice. Dann bist du fast durch. Ich würde einfach mein ganzes Geld nehmen, was ich hier in Deutschland habe, und würde ab nach Polen, Alter. Weil was auch irgendwie nett wäre, wäre halt so Litauen. Aber ich meine, dann kann man auch. Ja. Litauen. Wobei, was ich mir auch. Also, entweder halt so ein nordisches Land, Schweden, Dänemark, Norwegen. Weil die sind halt an sich super chillig. Und sind halt so. Möchte ich sowieso irgendwann mal hin. Oder was ich auch irgendwie nicht schlecht finde, auch wenn viele es nicht mögen, wäre halt USA oder Kanada. Also wahrscheinlich eher Kanada, weil in Kanada wird man nicht einfach erschossen. Weil ich bin weiß. Nee, USA nicht, irgendwie zum Leben fühle ich nicht. Ich glaube, da lebt man nicht so geil. Ist das ein Trial gerade? Digga, stell dir vor, du läufst so einfach auf der Straße, fliegst auf die Fresse auf ein Grundstück von jemand anderem, der darf dich einfach erschießen. Okay. Ja, oh, das ist relativ unwahrscheinlich. Das ist passiert. Tatsächlich so. Es kommt ja auch immer sehr darauf an, wo du lebst. Also in einem Los Angeles oder nahe eines Los Angeles wird dir wahrscheinlich weniger passieren als jetzt irgendwo auf dem Land. Also das, was man ja oft hört. In Kalifornien kannst du sogar Gras rauchen, das ist illegal. Ja. Aber Kalifornien ist doch generell so der Staat, wo alles super chillig ist. Ja. Also es kommt ja sehr darauf an. Es kommt ja sehr darauf an, wo du lebst in den USA. Also es ist ja sehr unterschiedlich. Also auf dem Land ist es, glaube ich, am schlimmsten. Amerika ist ja auch gefühlt einfach. Ja gut, es ist halt riesig. Bestehend aus vielen Ländern so, ne? Es ist eigentlich bestehend aus vielen Ländern. Aber Kanada ist so ein bisschen das Upgrade von den USA eigentlich. Ich will nach Mississippi einfach wegen dem Namen. Ja. Deine Argumente, ne? Die sind gut. Ich will die Grüne, die haben eine chillige Türkin. Ja, ich will nach Mississippi wegen dem. Mississippi hört sich lustig an, ich wohne da jetzt. Aber ich könnte tatsächlich nicht ganz sagen, wo ich hinwollen würde in den USA. Wahrscheinlich irgendwo nahe Kalifornien. Oder eher halt so in die Richtung. Also nicht in New York, aber um die Richtung New York. Also Staat. Mit deinem YouTube-Mann. Ja. Ist ja auch Start. Pete, zu kalt gibt's nicht. Zumindest für mich nicht.
Ja, aber wenn es ein angenehmes, eine angenehme warme Temperatur ist, die gleich bleibt. Also ich glaube, für mich das angenehmste Klima wäre tatsächlich so Süden von Schweden und so. 15 Grad bei Sonne und relativ wenig Wind. Okay. Das war auch in Schweden. Gut, das ganze Jahr über bitte. Ich glaube, so 20 Grad entspanntes Klima wäre auch schon nice. Kommt immer mit T-Shirt raus. Ja, keine Ahnung, kommt doch bei jedem drauf an, so. Ja, 20 Grad ist jetzt nicht zu heiß. Ja, ist nicht zu heiß, aber ich hab's auch ab und zu ein bisschen kälter gerne. Ja, aber wenn es nie warm ist, kannst du halt auch nie ins Meer oder so, ne? Naja, ist ja nicht so, dass im Süden von Schweden nie warm ist, so. Ja, aber das Meer ist schon... Ja, brauchst du Eier. Ist doch nicht so warm. Ja, Volvos und Königsex, das sind die Argumente für Schweden. Ja, Mann. Ich glaube, günstig ist ja gar nichts. Also in Schweden ist nicht, Schweden ist nicht günstig. Aber. Erstmal nach Dubai. Ja, erstmal komplett unterdrücken lassen. Ja, mit Geld nicht. Das stimmt. Mit Geld unterdrückst du andere Stars. Oh, wir haben die Dings nicht geschafft, weil unser Team gesagt hat. Luca, möchtest du mitmachen? Hey, wenn du nicht homosexuell bist oder ein Mann, also homosexuell bist oder eine Frau hast, okay, aber wenn du ein Mann bist, alles gut. Nee, Schweden, da kannst du auch nicht alles machen, was du willst. Also du kannst, glaube ich, mehr machen als in Deutschland. Wenn ich mich nicht täusche. Also behauptet auch gefühlt jeder, in anderen Ländern kann man alles machen. Ne? Nee, kann man aber. Also Deutschland ist tatsächlich gar nicht so. Es ist auch nicht gut. Aber wenn man jetzt, ich glaube in Australien zum Beispiel, darfst du an einem Auto echt gar nichts machen. In Polen darfst du alles machen, gefühlt. Darfst du oder es juckt einfach keinen? Ich glaube, es juckt einfach keinen. Das ist die Frage, ne? Also du darfst nicht alles, aber schon sehr. Wenn du dann den Falschen erwischt hast. Also in den USA zum Beispiel kann man wirklich sagen, da darfst du fast alles machen, so. Aber... Du darfst in Polen deine Karre breit bauen wie sonst was, du darfst Flaps vorne haben. Luca, möchtest du jetzt mitspielen oder nicht? Und riesigen Flügel drauf. Luca! In so ein JP-Video. Ja, komm mal rein, in WhatsApp. Ich will's nur denn vor. Ja, join doch mal. In so einem JP-Video habe ich immer gehört, irgendwas mit Nummernschildern. Dass man die auch weglassen kann. So, wo? Miami, glaube ich. Ja, gut, aber nur vorne. Ja, ja, so da vorne, ja. Tennessee right now? What do you mean, if Tennessee? Auf die Eier dafür. Wenn du genug Geld hast, dann sag mal, ey. Willst du mal nicht fahren? Willst du mal fahren? Willst du Geld? Huch, da ist ein bisschen Geld runtergefallen. The session you were trying to join in the Greek system. Geh nochmal raus. Und dann nochmal rein. Oh, Storms. Leave Conway. Join Gamer. Perfekt. Muss schon sagen, der Veloster N ist von hinten schon echt hässlich, ne? Finde ich gut. Ich hätte den so ausgekühlt irgendwie. Ja, really depends where you live in. Especially in countries like Canada, which are like extremely big. Was, 10 Grad? Ja, ist jetzt nicht so warm. Ja, aber es war nicht so kalt. Warm würde ich jetzt 10 Grad nicht sagen. 10 Grad, entspanntes Puddywetter. Naja, ja, das ist schon. Kann man mit dem T-Shirt rausgehen? T-Shirt ist enough for minus 30 Watt.
weiß. Oh mein Gott, nee. Warte mal. Nee, wenn ich das schon sehe, werde ich depressiv. Tut mir leid. Erstmal Boxershorts rausgehen. Ja, vorher war ich auch so, ja, kälter ist. Also kälteres Wetter ist geiler, aber die Sonne ist einfach so nice. Kriegt man direkt gute Laune. Passiert jetzt eigentlich so langsam auch was, oder? Ja, ich warte auch darauf, dass ich mit der Dingsmeisterschaft weitergehen kann. Ja, da oben ist ein Counter, lieber doch mal. Nee. Ja, jetzt sind wir. Nee. Hat keine Augen. Nee. Ich hab Energy und Suppe. Du wunderst dich, dass du kein Geld hast, wenn du schon wieder eine Energy hast. Du hast Suppe. Ich hab kein Wunder, warum du kein Geld hast. Er hat eine Energy-Suppe, weißt du? Damit er Geld spart. Was nimmst du da von Nahrung für? Das ist klar, dass du kein Geld hast. So machst du ihn nur auf, er gibt einfach kein Geld für Essen aus. Deswegen esse ich nur zweimal am Tag. Deswegen ist er auch nicht reich. Ich hab 65 Euro im Portemonnaie. Okay. Das geht's ja. Ich hab kein Portemonnaie. Das ist auch ein Flex. Weil doch, ich hab eins, aber. Willkommen, du Vieresacker. So ein, also einmal eins von für hier zu Hause, wo ich halt so ein bisschen Bargeld so normal drin hab, falls man was braucht. Und dann einmal das, was ich immer mit hab, beides von der Volksbank. Das eine, was hier ist, sieht noch ganz gut aus, das andere ist komplett abgeranzt. Aber das habe ich jetzt auch schon seit, keine Ahnung, 7 Jahren? Stimmt. Schon wild. Wie viele Rennen fahren wir eigentlich mit dem Mini? Wir haben die Meisterschaft wohl nicht geschafft, weil unser Team gesagt hat. Oh. Aber hey, hier noch sind es noch 2 Meisterschaften und ein Fass. Und Spielplatzpartien. Was sind das für Felgen auf dem Cabrio? Heftige Felgen. Selten so hässliche Felgen gesehen, Louis. Der richtig frontet, weil er sich die nicht leisten kann. Ich kann mir leider nur Lamborghini-Felgen leisten. Da die sehen doch nicht gut aus. Nee. Nicht wirklich. Aber ist Geschmackssache. Warum habe ich einen normalen mit dir genommen? Ich habe doch deine Karre ausgewählt. Hä? Du kannst meine Karre nicht auswählen in Trials. Nice, was habe ich dann gemacht? Da eben Mietwagen. Mietwagen. Du sollst doch hingucken, was du tust. Von Luca spielt das mit uns jetzt seit, keine Ahnung, 2 Jahren wahrscheinlich und checkt es immer noch nicht. Ah, nicht 2 Jahren, aber. Was ist das? Locker. Ist das mehr so Arcade oder ist das mehr so Simulator? Ist schon so NASA. Tetris. Tetris. NASA mit Tetris-Grafik. Alla. Ja, mir ist das irgendwie vorgestern so mal aufgefallen. Ist das nicht eigentlich, ich sag mal, krass, wie oft Forza Horizon 4 irgendwie in Werbungen vorkommt? Also, es gab doch zum Beispiel von Otto so eine Werbung, wo dann Horizon 4 drin war, wo so ein Typ absolut cringe gespielt hat. Was? So mit Controller gedreht und so weiter. Ja. Ja gut, Xbox Game Pass und so ist logisch. Aber irgendwas anderes, ich weiß nicht mehr ganz, was es war. Wurde auch mit Horizon 4 irgendein Gaming-PC oder so? Ja, man so ultra viel. Ja gut, eine Sache und das andere. Nee, aber ich meine in Relation, ich meine, wie viele oder welche andere Rennspiele tauchen denn in solchen Werbungen auf, so? Ja, fast gut auf. Hab ich bisher zumindest noch nicht gesehen mit den neuesten Teilen. So. Also früher bestimmt mal, aber... Ja, jedenfalls taucht halt Forza gefühlt in jeder Meme-Folge auf wegen Inscope. Ja. Ja, nee, aber ich meine jetzt wirklich nur so Werbung. Ja, klar. Aber gut. Ist vielleicht ein bisschen unfair, aber auch immer, wenn es so um Xbox-Exklusivtitel geht, wird irgendwie gefühlt immer als erstes Forza gezeigt.
aber ich meine, das ist ja auch logisch, mein Xbox hat nicht so viele. Also die große Serien von denen sind halt Halo und Forza und mittlerweile haben sie halt, ja gut, Sea of Thieves. Was noch? Grounded. Ist ja auch Windows, ne? Jetzt auch Minecraft. Wow. Ist halt nicht mehr deren. Also die werben halt nicht mehr mit Exklusivtitel. Die werben halt mit Xbox Game Pass. Ja. Aber auch selbst da. Ist ja auch ein sehr gut verkauftes Spiel. Ja, klar. Ich finde es halt einfach irgendwie ein bisschen krass, weil. Why not so? Läuft bei dir, Luca? Klar, mit einem Serienmini. Jetzt kommen die Ausreden. Läuft übel. Bin nur einmal hängen geblieben. Und in echt dauerhaft. Okay, ich will die ganze Zeit keine Musik. Was ist los? Stonks. Stonks. Tschüss, Luca. Brauchst du ein Taxi? Ja. Hätte ich einsteigen müssen. Ging nicht. Meine Türen sind fest zugetaped, Alter. Flex-Tape, kannst du nichts machen? Ja. Ich muss noch Flex holen. Nee. Flex geht einfach kaputt, aber. Du musst einfach die Flex Seal, das Blatt vorne, aus Flex Tape machen, dann geht's. Ist eine Flex eigentlich ein Weird Flex? Ja. Schon so. Wir haben in der Firma 10 Flex Maschinen. Winkelschleifer, meinst du wohl? Komischer Winkel. Sind das echte Flex oder? Schleifhexe bleibt. Ja. Was heißt hier echt und was heißt unecht? Flex ist eine Flex. Das ist Real Flex, Alter. Hardware Guy, das ist normal. Du kriegst ab und zu in Videospielen Werbung für Add-ons. Aber in Forza kriegst du die eigentlich nur einmal, jeweils. Ja. Was ich auch lustig finde, ihr kennt doch Hill Climb Racing, oder? Nein. Ja, klar, also. Ja. Auf dem Handy halt. Ja. Wenn wir auch Werbung angucken, dann krieg ich die ganze Zeit Werbung für Hill Climb Racing 2. Auch Stones. Spiel doch einfach das zweite davon. Aber das zweite ist halt wack. Stones. Das zweite ist halt wack. Das ist halt so nice. Aber irgendwie die neueste Version ist auch nicht mehr so nice. Früher war's. Hill Climb Racing ist halt viel mehr so Nostalgie, wenn man es spielt, als noch das eigentliche Spiel, finde ich. Ist nice für zwischendurch. Ja. Subway Surfer auch immer gut für zwischendurch. Ja. Wenn man so im Wartezimmer hockt für 2 Stunden. Ich hab im Wartezimmer gehockt, 3 Stunden im Krankenhaus. Irgendwann bist du davon auch gelangweilt. Das klingt so, wo ich mal im Wartezimmer gehockt hab, Alter. Das glaub ich 7 Stunden. Lagst ja auch tagelang im Bett. Was hab ich auf meinem Handy? Project Drift, Hill Climb Racing, Plants vs. Zombies, Clash of Clans, Minesweeper, geiler Zeitvertreib, ich schwöre. CSR2. Jo, warum hab ich den Schach... Ja gut, ich weiß warum. Ich hab Clash of Clans, CSR2, Minecraft, Clash Royale,
Emulator für GBA, also Pokémon spielen. Hillclimb Racing habe ich actually drauf. Und Call of Duty Mobile. Lol. Ich habe so wenig Spiele. Ich hatte mal irgendwie 12 Spiele drauf. Ja, auch nicht so viel. Früher hatte ich. Puh. Das ganz ähnlich voll. Hatte ich aber auch noch. Aber irgendwie braucht man es nicht. Nee. Plug Inc. habe ich. PewDiePie Tuber Simulator. Pixel Car Racer. 2048. Okay, warte mal, was war Pixel Car Racer noch? Sag mir was. Ich glaube, das war nice. Das war so ein Pixel. Ja. Gibt ja nicht genug davon. Pixel Car Racer halt. 2D. Ah, da das ist halt auf Autos ja, und das ist so pixelmäßig. Ja, ja. Und Piano Teil 2. Hill Climb Racing und Twist Trailer eigentlich ist wack mittlerweile. Also Doku. Aber hier 2048 auch ein nice Game. Ja, bei solchen Spielen gehe ich immer noch zu Minesweeper. Ich will das so. Ja, ist doch nice. Minesweeper ist nice. Ja, aber zu 2048. Ja. Aber ich kann auch Minesweeper ist besser. Okay. Junge, was ist das für ein Typ, dieser Northman? Gar nicht vergleichen, Ruhe. Dieser Northman-Spaß ist schon behindert, ne? Ja, es kommt mich erstmal voll in die KI rein. Ja, sind halt beides relativ, ich sag mal, simple Logik-Spiele, ne? Wo du aber trotzdem sehr viel nachdenken musst manchmal. Naja, weißt du, 2048 eher weniger nachdenken. Ja gut, da kannst du, das ist ja wie Rubik's Cube, ne? So gesehen. Musst du halt einfach nur Bewegungen kennen. Oder du swipest halt einfach irgendwo hin und hoffst. Junge! Was ist das denn mit dem Hurensohn, Alter? Genau. Durch dein Leben. Bei der nächsten Kurve T-Bone ist den Bastard weg. Junge. Wie lange macht das Luca mit einer halben Stunde und er ist toxic? Scheiß Spiel. Junge. Ihn irritieren die Schatten. Hilfe. Warum sind die Schatten? Warum haben die Büsche keine Minecraft-Texturen? Ey, komm. Ah, nice, Emil. Wie war? Wie ist das jetzt mit einem Chip von Bill Gates im Körper? Ah, Pete ist auch geimpft, ne? Ja. Na gut, stimmt, er ist die Ältere. Ich wurde auch mal geimpft. Echt? Ja. Gegen Corona? Nee. Hä? Allgemeine siebenfache Impfung, nicht was. Ja, Corona. Sehr gut. Ja, es gibt ja gar keine anderen Impfungen mehr seit Corona. Ist alles weggefallen. Ja. Das ist alles bei Corona-Impfungen drin. So, alle nur. Ja, ist ja komplett durchgeimpft worden, das ja. Heißt, jetzt Corona dran. Oh, ich glaube, ich wurde vor 2 Jahren. Nee. Ich glaube, ich bekomme sogar noch eine Impfung. Also außer Corona. Jetzt Impfung. Ja, geil. Und wie ist da die schnelle Geschwindigkeit? Gruselig als Deutscher, ne? Ja. Krieg ich auch immer Angst. Also das ist echt die größte Angst, die ich hab. Dass ich auf einmal Internet hab, das man nutzen kann. Ja, schon schlimm. Imagine, du könntest einfach deine Augen quasi so streamen. Geil. Ja, Luca? Bei meinem Doktor vielleicht bitte in das Impfmittel ein bisschen Heroin reinmachen. Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß dann. Kann ich dir danach geben. Geil. In der Schweiz gibt's Heroinzentren. Ich gehe in die Schweiz. Ja, das gehört mir. Die Melchon Songs, wenn du dahinter steckst, hinter diesem Zentrum, und einfach alle süchtig machst und die dann dahin gehen. Das ist halt so. Und dann das Geld sich von der Krankenkasse einholen. Genau. Das ist halt echt Next Level, ne?
wir das sowas machen. Dumme! Lass mal ein Kartell aufmachen. Noch eins. Danke für die Erfahrungsberichte. Ich werde mich auch mal nach Möglichkeiten umschauen. Ne? Nach einem Kartell? Nee, nach dem. mit was wurdet ihr beiden geimpft? Weiß man das vorher, was man kriegt? Ja, also wie ich das mitbekommen habe, kann man. Wird man was kriegst du, Luca? Was kriegst du von Impfstoff? Weiß ich gar nicht. Stones. Also meine Patentante zum Beispiel wird mit BioNTech geimpft, der hat nehmen wir auch. Erstmal AstraZeneca impfen und dann erstmal sterben dran. Weißt du, mir ist es scheißegal, welcher Impfstoff. Also ich habe in meinem Leben schon andere Dinge, die viel riskanter waren als jetzt AstraZeneca, dass ich daran sterbe, von daher. Und du hast kein Lebenswillen. Ja, das auch. Aber ich meine, es ist... Wäre deutlich wahrscheinlicher gewesen, dass ich an einer der drei vollen Narkosen in meinem Leben gestorben wäre, als jetzt an AstraZeneca dann. Von daher ist es mega. Kann man schwierig vergleichen, ne? Ja, aber das Risiko ist halt bei beidem so. Ja, aber AstraZeneca hat jetzt echt einen schlechten Ruf irgendwie. Ja, aber du musst es mal runterrechnen. Es waren, keine Ahnung, 7 Leute bei wie viel Millionen Menschen? Deswegen. Ich meine, ja, aber der Ruf ist jetzt kaputt so. Ja, klar. Aber jeder denkt, oh, AstraZeneca. Ich finde das okay, wenn Leute denken, AstraZeneca möchte ich nie machen, weil Ängste sind halt berechtigt so. Okay. Würde ich niemals jemandem irgendwie zu zwingen zu einem Impfstoff. Aber mir selber ist es halt egal so. Weil das Risiko, ohne irgendein... Für ältere AstraZeneca? Nee, das wurde doch jetzt nur für Jüngere freigegeben. Nur für Jüngere? Ja. Also nur für irgendwie unter 60-Jährige, über 60-Jährige kriegen das nicht mehr. So. Mein ja, Chef eben sowas. Ja, eben sowas. Geimpft und hat übelste Kopfschmerzen bekommen. Und Muskelkrämpfe und Zuckungen. Voll lustig. Ja, das kann aber auch. Ja, gut, bei deinem Chef schon. aber ich meine, so. Das Risiko ist doch wahrscheinlich für mich viel höher, wenn ich gar keine Impfung habe, als dass ich nur noch über 60? War das nicht andersrum? Welches Risiko? Also wenn ich jetzt gar nicht geimpft bin, ist doch das Risiko für mich tendenziell höher, als wenn ich jetzt von AstraZeneca geimpft bin. Was, dass du jetzt daran feigst oder was? Dass generell irgendwas passiert, dass ich mich infiziere oder Schäden bekomme oder was weiß ich. Ja, weiß man auch nicht, ne? Ob Corona dich jetzt komplett kaputt machen würde. Ja klar, aber ich glaube, das Risiko ist höher. Keine Ahnung, Alter. Schwierig. Okay, was ist mit dem Fotomodus? Das kommt kaputt. Folgst du drauf? Ich guck gerade mal. Was seid ihr eigentlich schon alles gefahren? Wir haben uns den Pontiac auf jeden Fall schon geholt. Oh. Sollen wir den nochmal holen mit Luca? War das Cancer zu fahren? Nö, eigentlich nicht. Okay, was musste man fahren? 63 Fälle bei 4,8 Millionen Erstdosen und 10.000 Zweitdosen. B700 Classic Muscle, das wollte ich wissen. Ja, Männer sind ja auch harte Kerle. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie Geschlechter zu treffen das ist mir aber auch egal. So. Aber kann man nicht trotzdem Corona bekommen, wenn man geimpft ist? Ja, klar. Risiko bleibt immer, aber ist halt deutlich geringer. Dass der Impfstoff sozusagen so aufgebaut ist, dass der Virus drinne ist, aber gleichzeitig geschwächt erstens und zweitens noch irgendwas anderes dabei ist, dass der sich überhaupt nicht ausbreiten kann. Ja. Da entwickelst du halt irgendwie was dagegen. Ja, die Körper. Antikörper, damit ja. Dein Körper halt weiß, dass es das gibt und dann Antikörper das heißt, und die zweite. Du sagen, sobald du dich impfst, hast du es. Ja, aber nicht. Aber nicht gefährlich halt so. Weißt du? Nicht, dass es dir schaden könnte eigentlich. Ja. So, im besten Fall.
Verbindung wurde unterbrochen. Versuch's bitte später erneut. Besten Fall klärt. Wurde der reingezogen? Nein. Nee. Das war mir auch abgebrochen. Das war mir auch. Mann, was machst du hier schon wieder für einen Scheiß? Traum, ich würde mich auch impfen lassen, aber ich muss mich jetzt noch nicht impfen lassen. Können erstmal die anderen, die bei denen es wichtiger ist. Also, da, wenn ich jetzt einfach eine Möglichkeit bekomme, weil viele bekommen ja momentan zum Beispiel viele Ärzte, viele Impfdosen, die sie verimpfen müssen und wen sie halt kriegen können, so, dann nehme ich es, wenn es mir angeboten wird. Aber ich würde mich jetzt nicht darum drängeln, irgendwie mich impfen zu lassen, weil ich bin nicht derjenige, der es braucht. Ich sitze eh fast den ganzen Tag zu Hause. Ohne Warum brauche ich eine Impfung? Ja. Ich verstehe, also, ich meine, ja, es gibt Leute, die vermissen vielleicht irgendwelche Sachen zu machen, aber dann so hart neidisch auf Geimpfte zu sein und so weiter, Alter. Oh ja. Mein Gott, Digga. Ich habe so einen Wissenswert-Post gesehen oder so einen Faktastisch-Kack. Und da wurde halt so gesagt, in Amerika kriegst du halt einen Donut umsonst pro Tag bei so einer Firma, also bei so einer Kette, wenn du geimpft wurdest. Die so, ja, von wegen, es gibt keinen Impfzwang. Digga, was ist ein Zwang? Ja, man kriegt halt einen. Ja, ist schon klar, Tag, aber wenn man wo ist das ein Zwang? So? Nee, ist ja kein Zwang. Dann scheiß halt auf den Donut. So. Das ist. Kein Zwang. Das sind vielleicht, keine Ahnung, in der Herstellung 2 Cent. Keine Ahnung. Aber. Das ist einfach nur. Luca, du musst noch beitreten. Das ist eigentlich nur ein bisschen mehr. Dass man ja das Aufsehen erregt, ne? Ja, das ist halt vor allem dafür, dass man Leute dazu ermutigt, sich zu impfen, so. Genau. Das ist doch was Gutes. Aber ich meine, kriegt man sogar einen Joint dazu. Faktastisch und wissenswert sind eh Abfall, von daher. Ja. Gut, das mit dem Joint, da würde ich gerne hin. Dann tue ich mich extra 3 Tage ran zu messen. Wenn du dann raussehen, dann kommst du in den Knast, weil du Drogen genommen hast. Dann sind das Hasch-Cookies. Ne? Hasch-Donuts. Ja. Nehme ich auch. Kokain. Okay. Donuts mit statt Puderzucker Kokain. Da stehst du drauf, oder? Ja. Aber hey, es ist ja auch sehr verwerflich, dass AstraZeneca weiter verimpft wird, weil wir haben ja auch die Pille für die Frau. Und da ist es ja egal. Das ist nur, wenn es Männer betrifft. Genau. Ja. Was passiert eigentlich, wenn man eine Pille nimmt? Du stirbst. Ja. Vor allem, wenn du so eine. Hier, es gibt ja auch die Pille für den Mann, wenn du die nimmst, du bist einfach tot. Straight. Ja, bist du. I like so. That. Jeder zwingt dich auch, die Pille zu nehmen als Frau. Ja, kann man ja Leute mit Waffen und Drohnen legst und dann wird sie Pille. Immer voll nervig. Ja, weil du deine Freundin gezwungen hast, die Pille zu nehmen. Ich gezwungen. Warum hat mir eine Freundin von mir mal erzählt, dass sie zum Beispiel die Pille nimmt, weil ihre, wenn sie ihre Tage hat, das halt sehr stark wehtut. Das hat ja auch irgendwie Annie the Duck mal in einem Video erzählt gehabt. Also von daher hat das ja auch manchmal einfach medizinische Gründe, dass so Leute die nehmen. So. Ja, aber im Normalfall sollten wir das dann eher nicht nehmen. Ja, aber kommt halt immer drauf an. Ist, denke ich mal, gesünder, die nicht zu nehmen im Normalfall. Ja, die können krebserregend sein. Ja, und noch viel, viel, viel mehr. Es gibt Fälle, wo es das vielleicht besser macht für manche, aber. Habt ihr mal diesen scheiß Zettel gesehen, der bei diesem Dreckspack dabei ist, wo man durchlesen kann mit den ganzen Nebenwirkungen? Hast du schon mal Nebenwirkungen von Aspirin durchgelesen?
Nein, aber meine Freundin hat mir diesen scheiß Zettel vor die Fresse gehalten, der ist fast so groß wie mein Fernseher. Damn. By the way, 60 Zoll Fan. Flex, flex. Deswegen. Ich würde niemals jemanden zwingen, das zu nehmen. Wenn man einen drauf verzichten kann, würde ich lieber. Ja, aber nicht, dass noch hier die Twitter-Bubble jetzt gegen uns hetzt. Wenn sie wieder auf der Suche sind nach irgendeinem Opfer. Haben wir was getan? Wir reden hier Sachen, die nicht dumm sind. Wir äußern unsere Meinung. Erstmal canceln. Ja, doch es besteht auch die Twitter-Bubble, oder? Meinungsfreiheit in Deutschland, weit wann? Also wenn du die Meinung, also wenn du meine Meinung hast, dann ist okay. Ansonsten canceln. Okay. Ja, so ein Meme, Alter. Finde ich okay. Krass, auf jeden Fall, wie Kuchen TV momentan gehatet wird, der macht ja nur noch die Abos. Ich hab den noch nie geguckt. Es läuft so gut wie noch nie, ne? Das ist so krank. Und währenddessen hat er so einen Shitstorm, der einfach nicht real ist. Weil er nur auf Twitter ist. Und das sind halt Leute, die kein Leben haben. Ja, Peter, das ist halt einfach so, Leute suchen, was sie halt, wenn sie was nicht mögen, was dagegen sagen können. Es ist halt, ja, einfach lächerlich. Ich meine, manchmal macht man das auch ohne, dass man es möchte, glaube ich. Aber trotzdem, so dumm ist schon krass. Also. Was haben wir jetzt eigentlich? Spielplatzpartien. Oh. Ich habe einen Stock Barracuda. Ah, perfekt. Naja, 684er, das geht ja. Ja, Hackantrieb kann schwer werden, aber. Ja, uns packt wahrscheinlich rein wie sonst was, aber. Ja, egal. Ich glaube, das ist bei euch genauso. Aber ich hoffe einfach, dass Corona bald weg ist, weil. Also nicht, weil es mich persönlich einschränkt, aber die Stimmung ist einfach so schlecht. Man redet halt dann nur noch drüber. Ja, aber und die Leute drehen ja, Peter, halt genau durch, weil die einfach nicht mal locker bleiben können und so, ne? Das sind halt blöd. Mich fuckt's halt einfach nur noch ab, was für eine Scheiße Leute laden, was für dumme Aktionen Leute machen. Hemikuder BJ, Hemikuder Blowdrop, Digga. Das ist halt das, was mich eigentlich am meisten, warum ist Pete nicht interessiert? Einfach mal chillen, ey. Das ist halt das, was mich abfuckt. Vor allem, weil es ist nicht einfach, das wegzubekommen, klar. Aber es wäre so viel einfacher, wenn Leute nicht so krass hart egoistisch wären. Das würde schon sehr stark helfen. Ja. Und vor allem auch vielleicht mal Technik, die wir mittlerweile haben, nutzen, anstatt sich irgendwo illegal zu treffen. Ja gut, wenn es dir egal ist, dann machen wir mal das Ding. Ich hoffe mal, ich denke danach dran, nicht direkt ins nächste Event zu springen, sondern auf dich zu warten. Bruh. Warum sind wir eigentlich nur 5? Weil Pete rausgeflogen ist. Warum sind wir komplett am Arsch eigentlich? Warum ist Pete rausgeflogen? Pete, du Pitch. Oh Gott, Doma. Ich halte ihn auf. Fahr. Oh, meine Zickzack. Fahr doch, Luca. Ich bin am Durchdrücken, aber okay. Ich will ja nichts sagen, aber RBD. Oh, war es eine Drecksrunde. Ja, also wir sind aber auch im Nachteil, ne? Ich fahr direkt nach hinten durch. Brille bräuchte ich auch ohne Garten. Warum ist hier ein Vieh? Steck mich hier. Ich hasse euch. Ich bin halt letztens in Race Room gefahren, zum Glück nur Singleplayer, und auf einmal landet so eine Biene oder Wespe auf meinem Schreibtisch. Und ich hab keine Angst vor Bienen oder Wespen, aber ich kann die Viecher halt nicht leiden. Also ich hab eigentlich nicht wirklich Angst oder so vor Tieren, aber Bienen und Wespen sind halt so das, was bei vielen halt Spinnen sind, so. Alter, ich hab so schnell auf Escape gedrückt und bin einfach weggegangen. Na, ich hasse Wespen. Auch also die Geräusche, die machen, Alter. Ich hab nichts gegen Bienen, aber ich kann halt nicht den Unterschied nennen zwischen Bienen und Wespen so wirklich. Vor allem nicht, wenn ich einfach nur das Schwarze und Gelbe sehe. Biene würde ich niemals töten.
Ich auch nicht. Wespe, die will ich einfach töten. Da bin ich einfach mordlos. Mit Wespen sind einfach nur Hurensöhne. Das stimmt. Genau wie mit. Ja. Und Bienen sind wichtig. Aber Wespen sind tatsächlich, darf man auch nicht töten eigentlich. Dann die Viecher, die man töten kann, weil sie einfach unnötige Drecksviecher sind, sind Mücken. Ja, Mücken. Mücken, Hurensöhne. Fliegen, teilweise auch Hurensöhne. So Spinnen. Viele. Ja, Fliegen braucht man, aber Fliegen brauchen wir. Ja, aber Spinnen sind. Also die sind nervig auch manchmal, aber die sind nicht schlimm. Aber die sind tatsächlich auch oder nützlich für uns manchmal, weil sie halt nervige Insekten fressen, so Mücken und so. Ja. Also da ist noch okay. Auch Käfer sind auch so eklig irgendwie. Ja, also. Keine Ahnung, muss ich nicht. Digga, jeder findet Marienkäfer süß, ne? Bei meiner Freundin im Zimmer sind sau oft Marienkäfer. Ich halb am Ausrasten. Bah, ich hasse Marienkäfer, die sind nicht süß. So, wenn man näher dran guckt, sind die ekelhaft, Alter. Oh, ja, ich bin so ein Viech gebissen. Okay? Bro, ich wusste nicht mal, dass die beißen können. Können beißen. Früher hatte ich auch richtig viele in meinem Zimmer. Einfach oben an der Decke hängen, keine Ahnung, wegen Winter oder so, sind da hingegangen, Alter, da waren richtig viele. Ja, dann sind die manchmal rumgeflogen, ne? Hab ich zum Glück nicht. Digga, ich muss mal pennen. Dann sind die gegen die Lampe geflogen und waren voll laut. Ja, weil die ja so harte Schalen haben. Harte Flügel. Ja, genauso wie wenn eine Fliege eigentlich gegen eine Lampe klatscht, das ist genauso laut. Die hat ja so weiche Flügel, aber eine Marienkäfer hat ja so einen harten. Ja. Das ist voll nervig, Alter. Mal Panzerflügel, Alter. Vom Marienkäfer getreten. Tja, Leute, ne? Doch nicht mehr so gut. Ich hab ein kleines Problem, wenn man das so sieht. Nee, du hast sehr viel Grip und kommst gut vom Fleck. Den. Komm, lass mal Tandems machen. Und ich hab Allrad und 400 kW. Vielleicht sollten wir die Antwort gewinnen lassen, ist glaube ich schneller, oder? Ja. Müssen wir überhaupt gewinnen? Nee, oder? Müssen wir nicht. Papa Hase. Ja, ist nicht schneller. Du musst ja vorlegen. Ja, aber wir müssen einen Punkt mehr machen, wenn. Also. Ja, und wenn wir jetzt den ganz viele reinmachen lassen, dann müssen wir doch mehr machen. Ja, aber wenn wir gewinnen, müssen wir doch eine Runde mehr machen. Deswegen müssen wir einfach jetzt warten, so. Ob wir die jetzt abwehren oder nicht, ist egal. Wir können auch gleich einfach keine reinmachen. Ja. War eh schon rigged von Anfang an. Ich drück halt schon voll auf Gas, Alter. Wir geben den maximalen Fick auf das Game. Außer Domme. Oh, ich hätte auch. Digga, zweiter Gang, ich mach Donuts und er hat schon Rev-Up-Probleme. Gar keine Leistung. Dino. Okay. Dino ist tot. Internet weg oder was? Nee, der ist gerade gemutet und hat die Webcam ausgemacht. Der ist ja am Wichsen. Ja, mitten im Stream, natürlich. Ja. Deswegen Kamera aus. Ich
gleich aus Versehen Pornhub auf dem falschen Screen auf. Ups. Ich muss schon sagen, die blaue Fahne ist eine schöne Antenne. Ja, richtig gutes, einen guten Empfang hat man hier. Genau, du Fettsack. So, da bin ich wieder. Trotzdem, ich will driften. Ja, ich lass dich aber nicht. Ich bin gegen die Rampe gesprungen. Für Fortnite. Das von Luca stimmte schon, warum du gemutet warst, ne? Das von Luca stimmte schon, warum du gemutet warst. Hat er gesagt, dass ich mir einen runterhole? Ja. Ja. das Problem, wenn ich online spiele, funktioniert. Was für eine Fehler, also kommt halt drauf an, was für eine Fehler man. Gebannt. Ja. Also entweder ist halt dein Teredo filtern, wobei dann sagt er dir gar keine Fehlermeldung, glaube ich. Ansonsten. Was ist denn mit dem, Alter? Was ist denn mit dem Gegner? Ich will doch nur driften. Tryharden. Ja, ich glaube auch. Tryharden, Alter, wir fahren im Kreis. Ich fahre einfach irgendwo lang gerade. Schon die ersten vier Saisons durchgespielt. Was meinst du dann? Also meinst du, ich mache alles 100%, also wahrscheinlich ja. Nicht 100%, aber fast. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was für ein Problem da bei dir ist mit der Fehlermeldung. Also entweder Teredo. Im Router halt. Ist genauso genau wie, ja, Dings, mein PC geht nicht an, was ist los? Beitritt zur Sitzung nicht möglich. Oh, Junge, diese Tryhards, ne? Ich box die gleich komplett kaputt, Alter. Lass mir mal eine Fahne. Ach so, ich will auch eine Fahne. Teredo ist ein Filter am Router. Ich glaube, der ist unter Filter. Wenn du eine Fritzbox hast, betrifft dich das halt vor allem. Ich glaube, dann dürfte das, wenn du da steht, Beitritt zur Sitzung nicht möglich, dann dürfte das sein. Google einfach mal Forza 4 Teredo oder so. Dann dürftest du das finden, das ist im Regelfall so das Problem. Nein, Games sind nicht fun. Halt deine Scheißfresse. Das Spiel ist schwer. Ja, dann ist es wahrscheinlich Teredo. Oh, Digga, jetzt. Jetzt würde ich dir am liebsten nicht mehr helfen. Hab NH Fritzbox. Ja, kein Problem. Also wie gesagt, Teredo dürfte das Problem sein. NH! Ja, NH. Danke. Ich trainiere eigentlich meine Alerts mal. Ich hab Haribo in meiner Fresse. Same. Und jetzt habe ich Energy. Mein Maul. So NH benutzen, wenn es gar keinen Sinn macht. Egal. Lass uns nicht triggern. Facecam war's ja, Viva Sobi. Moin Phil. Ging. War jetzt nicht besonders schlecht, war nicht besonders gut. Wird reichen, 4 wird reichen. Von daher passt schon. Ja, 4 steht ja auch für ausreichend. Ja. Ich habe in Sobi, habe ich glaube ich 15 Seiten geschrieben, in Physik heute einfach 20. Und das meiste war wirklich schreiben und nicht rechnen. Crazy. War schon krank. Oh, er kommt den Berg nicht hoch, ich will ihm helfen. Alles groß. Boah, ihr seid echt einfach viel zu gut, ne? Also, dass ihr mir zu dritt die Krone wegnimmt. Alter. Ui. Lass mich dir helfen, Kumpel. Aber auch fair von Anfang an, dass wir 5 gegen 6 waren, 2 geleftet sind von uns. Yes.
die zu triggern. Jo! Moin, Maite! Junge, da ist gar nichts close, was lauern die? Was ist das für ein Bullshit? Lul, er hat sich einfach durch den Dings teleportiert. Natürlich. Mein Prestige hier ist auch legit. Absolut. Naja, wär's vielleicht gewesen, wenn du nicht vor 1000 Mal gebannt wurdest. Ja, deswegen habe ich ein Prestige 4 safe genommen. Ja, weil du das ausgerechnet hast. Vorteil, lass dich mal bitte nicht bannen, ne? Danke. Ich versuch. Wenn es einfach nicht für Speed wäre, dann wäre ich nie gebannt worden. Das ist aber kein Epic-Speed. Mann, warum muss Microsoft sowas wie ein Bann-System haben? Voll ekelhaft. Das war gut, finde ich. Ja. Das hat voll unnötig in Rating gehen. Ich finde, alle Bans waren gerechtfertigt. Also, für Money. Für In-Game-Money. Das finde ich behindert. Welche Klausur hattest du eigentlich genommen, Phil? Die auch Europa oder hast du die mit Wirtschaft genommen? Das kann sich nur noch um Minuten handeln. Ja, ich triff hier oben schon die ganze Zeit nur noch im Kreis, ne? Oh, fein. Endlich, wir haben gewonnen. War das alles jetzt endlich mal? Das war auch spät auf Partie. Game Team Win. Warum ist das eigentlich Red Team, wenn die Tafel gefühlt mehr pink als rot ist? Hä? Das ist ja nicht okay. Blau ist ja auch nicht blau-grün. Ist egal. Juhu, und schaut euch ey, da haben wir heute drüber geredet. Cool, kann ich löschen. Ja, same. Ich weiß gar nicht, ob ich auch zum dritten Mal. Ich muss echt mal löschen, ich habe keinen Garagenplatz mehr. Ich mach da deine Lackierung drauf, Alter. Auch wenn es die falsche Karre ist. Ja, gut, es ist jetzt ist jetzt nicht so krass unterschiedlich. Ist wie Toyota GT86 und Subaru BRZ. Ich glaube, das wird dich nicht umbringen. Das hält mich anders. Die haben zwei Leuchten anders platziert. Wow. Ja. Bei der Plymouth wirklich ein bisschen besser war als der Dodge. Aber ja, nichts, was man wirklich gesehen hat. Ja. Komm nicht mit Lackierungen. Ja. Ja. Boah, erstmal zu Dodge gehen, damit ich mein neues Auto fahren kann. Boah. Charger. Daytona. Ja. Hemi. Wow. Boah, da hat ja sogar V8. Digga. Kann ich mir auf einen theoretisch noch eine richtige Richard Petty Lackierung machen, dann habe ich zwei 43er Autos, die quasi gleich aussehen, nur mit einem anderen Sponsor drauf. Wow. No. Ah.
Pensor-Lackierung. Hoonigan-Lackierung. Dabei. Ah, Pete ist sogar noch in der Kolonne. Lul. Stones. Warum kann man den nicht V12 swappen? Scheiß Auto. Ja, same. Ja. 2 Liter V8 oder 6,2 Liter V8 DSC. Kfz-Meister Lino. Was? Wofür steht DSC? Hm? Wo denn? Wo drin? 6,2 Liter V8 DSC. Dynamische Differenzkalometrie. DSC. Ja, DTDK. DTDK. Das ist wahrscheinlich dasselbe, nur einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Deutsch ist doof. Vor allem, was bedeutet DSC? DSC steht für Debian Social Contract, ein Dokument des Debian Projects. DCT, Standard Cipher. Ein Verschlüsselungsstandard, der deckt nur los Telefone. Ja, es gibt verschiedene, also es gibt Kürzungen, die mehrere Sachen bedeuten. Ja, tatsächlich. Aber by the way, 6,2 Liter V, also das DSC steht by the way für Supercharged, aber ja, okay. SC, ja, das dachte ich mir, aber für was steht D? Displacement. Displacement? Ja. Schon mal was von einem Positive Displacement Supercharger gehört? Bestimmt, aber sag mir gerade nichts. Ja, ist der ganz normale Supercharger, wie man ihn halt kennt, von einem, zum Beispiel, von einem Demon. Dieses Kastenteil, was auf dem Motorblock drauf sitzt. Wow. So. Was über Zahnriemen gesteuert wird. You know? Jeder Supercharger wird über einen Zahnriemen gesteuert. Das macht keinen Unterschied. Der Stuhlwurter. Luca, öffnet kurz ein, der nächste funktioniert. Zentrifugal. Ne, eigentlich das ist aber kein Kompressor. Das ist dann kein Kompressor. Zentrifugal Supercharger. Hey, Luca hat gleich bestimmt voll die gute Idee. Er nimmt einen Kompressor, aber lässt die Turbine über Abgase laufen. Hm. Ja, Mann! Auf einmal heißt es Turbo und wird ganz anders gebaut. Ganz anderes Gehäuse. What the fuck? Nee, er nimmt schon das gleiche Gehäuse. Du kannst theoretisch das gleiche Gehäuse nehmen. Zweimal. So halt. Muss man ein bisschen was umbauen. Cut. Aber, naja. Ey, der Kompressor bei der S14.5 von Dings. Audi Boxies. Sieht aus wie ein Turbo. Ja. Ist aber ein Kompressor. Ach, scheißegal, solange es Leistung bringt. In welche Kategorie wird ein Zentrifugallader reinmachen? Turbo oder Kompressor? Es ist ein Zentrifugallader, es ist weder noch. Es ist eher ein Kompressor. So gesehen ist ein Turbo auch ein Kompressor. Ja, ein Turbokompressor. Sagt aber keiner. Digga, können wir bitte aufhören? Das sind alles Motoraufladen. Das ist dem richtig. Meine Presse, du musst doch immer wieder direkt ein Event starten, ne? Ja. Darf nicht auch meine Karre aufbauen? Nee. Du bist so. Du musst die Karre schon aufgebaut haben. Ja, ich glaube auch. Ja. Warum? Habe ich das Event nicht vorhin gestartet? Du bist doch viel, da hat man doch schon viel gespielt, da hat man schon alle Karren aufgebaut. Mann, nein, da habe ich sogar eine Karre. Ich wusste heute nicht mal, was für Rennen fahren, aber egal. Ja, was baust du dann auf? Den Charger. Du kannst jetzt meine Autos wieder nehmen. Ich habe mein eigenes, ich habe eins. Natürlich. Ja, Alpha. Du bist Alpha. Was passiert hier? Ja. Frag mich auch. Allocated Server, ja.
check's auch nicht. Hey, seid ihr im Event? Ach, ja. Spiel. Nein, sie sind nicht. Ich brech mal ganz kurz ab. Die Event wurde cancelled. Sucht er bei euch noch wieder irgendwas? Also, sucht er bei euch noch irgendeine Sitzung? Nein. Okay. Ist ja gecancelt. Ja, er kann ja trotzdem noch irgendwas. Ich bin der Feminist irgendwo. Ich fahr Alfa Romeo. Gulla. Titze 2. Geil, hier, ist, hier heißt jemand FA4 Gaming und ist Level 69. Erstmal die wieder spielen. Du, wie kann man sich so kreative Namen teilweise geben? Das ist schon. Das also, ist schon unheimlich. Da kommt man eigentlich schnell drauf auf FA4 Gaming, dass man das Thema nicht gab. Creative Name. Das wäre ein guter Name. Junge, A ist ein guter Name. Ich nehme B. Gibt es ja bei Xbox die Namen, ne? A, B und C, alle Buchstaben so einzeln. Ich glaube, auf Xbox gibt es gefühlt alles. Ja, gibt es auch. Das sind dann extrem alte Accounts, weil man das früher noch so machen konnte. Sind dann irgendwie so 15 Jahre alt oder so. Last Online 14 Jahre. Nicht genügend Spieler und die fanden. Hä? Ja, okay, fuck, das würde mich schon mal. Ja. Ich bin nicht süchtig. Nee, Luca aber. Ja, meine ich aus seiner Sicht. Ich bin nicht süchtig, ich möchte abhängig sein. Das ist mein Leben. Ach ja. Ach, Baum. Wenn es jetzt klappt, dann war es Lukas Schuld. War es so oder so. Das stimmt auch wieder. Egal unter welchen Bedingungen. Ach, ja, Daytona in dem Fall. Also Cobra Daytona, weil wir ihn einfach anders haben. Ich habe doch gerade den Daytona bekommen. Dann nehme ich doch jetzt einen anderen Daytona. Geparkt. Verbindung wurde unterbrochen, perfekt. Dinger, das läuft mal wieder super. You have been disconnected from the session. Echt, Bro, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Neue Sitzung finden. Dann können wir auch eigentlich auf Luca warten. Ist bis dahin auch wieder fertig. Boss 302 ist schon sehr geil, ne? Ist okay für mich. Ist nicht mein Lieblingsmustang, aber ist auch kein schlechter. Was ist dein Lieblingsmustang? Boah, schwer zu sagen, es gibt viele geile. Also 2.5er Gen ist halt schon extrem 2011er, geil. 2011er V6 Cabrio. Ja. Nee, Boah, ist schwer, es gibt viele geile. Also, ich könnte mich nicht mal zwischen denen entscheiden, die wir so im Spiel haben. Ich mag jeder die. Ist so einzigartig, ne? Auf meiner schon. Vor allem sind auch alle solid, zumindest, also mindestens so. Also wenn ich jetzt
Ah, Stonks Hardware, geil. Hardware, geil. Also wenn ich jetzt so, wenn man jetzt so, sagen wir mal so, drei Äras nehmen würde, so 60er, 70er und so weiter, dann, keine Ahnung, 80er, 90er und dann halt 2000er. Vielleicht könnte man dann... Also von den alten finde ich den Fastback geil und ich finde den GT-Coupé halt auch irgendwie nice, weil es... So, aber ich glaube, von denen finde ich am geilsten den Fastback. Finde ich übelst nice. Mhm. Dann von so 90er, 2000er Cobra Air. Also die 2000er im Spiel hier. Gab es ja seit 95, glaube ich. Finde ich super nice. Weil die davor auch geil waren, aber trotzdem. Also Fox Buddies. Und danach, glaube ich, da wird es super schwer. Ich finde die 2.5er Generation geil. Ich finde die jetzigen Generationen sehr geil. Ja, aber die 2.10er, 11er, die gefällt mir davon am wenigsten, muss ich sagen. Ja, ja, kann ich schon verstehen. Ich also, oh ja, der 2.13er, der ist da drin zum Beispiel. Ja, ist ja noch ein Schilder. Ja, da finde ich den neueren 2.15er schon deutlich. Ja, kleiner. Der 2.10er, ich finde das Heck halt nicht so nice wie die Front ist. Halt ja. Aber definitiv 2.5er und die ganz neuen. Der Dingens, der reinkam, ne? Der letzte, wie hieß der noch? Ich meinte. Der Mustang Shelby GT 500 finde ich auch extrem. Achso, ja. Ja, generell, die neuen finde ich sind eigentlich alle geil, irgendwie so. Der ist schon extrem gut. Weil Shelby macht aus jedem Auto irgendwie ein geiles Auto von daher. Ja. Keine Ahnung, das ist schon wieder dieses. Ne? Das ist schon wieder dieses, man kann sich nicht auf eins beschränken. Das ist so. Das sind alle. Ja, aber der Shelby GT 500 hat ja noch. Also nicht. Hat ja das Vor-Facelift-Design, ne? Ja. Finde ich halt geil. Dann so schön auf aggressiv. Ich muss sagen, von den Shelbys finde ich den GT 350 eher übelst geil. Bist du bereit für eine große Meisterschaft in diesem Frühling? Was rede ich da? Du hättest dich sonst ja gar nicht angemeldet. Na. Ich könnte mich zum Beispiel auch, wenn man jetzt Honda Civics alle möglichen nimmt, finde ich es auch schwer. Jetzt auch super viele geile. Zum einen die neuen Type A's sind halt absolut geil. Aber auch hier EJ6 und EG9. Die waren auch übelst geil. Das ist schon. Dann gab's ja noch Dings, den Japan-Exklusiven. Ja. Also das könnt ihr mir auch nicht entscheiden, so wirklich. Das ist so, wie man sagen würde, was ist der geilste M3? Das ist auch schwer. Ja, für mich finde ich, glaube ich, ein bisschen einfacher als jetzt irgendwie bei Mustangs oder so, aber... Ja, und welcher? Also einfacher heißt nicht, dass es einfach ist. Aber da würde ich E46, E92 auf jeden Fall. Das sind übelst geil. E30 ist aber auch sehr geil, ne? Eben, das ist, also E30 ist nice. Ich finde ihn geil, aber ich würde ihn jetzt nicht auf eine Stufe mit einem E46 oder E92 stellen. Aber was ich an sich als Auto, was man daraus machen kann, noch geil finde, ist ein E36. Ja. Der ist halt noch übelst nice dafür, weil das ist halt so. Irgendwie, es ist ein M3er, aber es ist halt trotzdem mehr basic. Weißt du, was ich meine? Also? Du kannst daraus einen Tracktoy bauen, du kannst daraus einen geilen Drifter bauen, du kannst daraus einen geilen Sleeper bauen, du kannst daraus einfach einen chilligen Wagen so bauen, das ist... Also von der Standardoptik noch so ist der E36 am wenigsten ein Fall. Ja, klar. Da finde ich den... weiß ich auch nicht, E46 schon geil. E46 ist halt absolut iconic so. Ja. Ja. 2.18i, aber immerhin E46. Ja.
Also ich fände es noch schwerer, wenn man jetzt die M4s mit reinrichten würde, weil beim M4... Also da wäre halt der M4 GTS von 2016 auf jeden Fall mit auf der Stufe. Das ist ja im Endeffekt die alte Dreierreihe. Das stimmt. Aber da, ja, keine Ahnung, da fühle ich jetzt den Flügel hinten nicht. Ich finde den irgendwie nice. Das ist halt so deplatziert, finde ich. Deswegen den normalen M4 Facelift ist schon Endstufe. Alles nur nicht dein neues M4. Genau. Aber M4 ist schon einer meiner Lieblings-BMWs. Haben die schon drin rausgehauen. Auf jeden Fall. Das konnte man kaum verbessern, deswegen wurde es halt wieder schlechter, so, ne? Ja. Schwierig. Bei vielen Autos so mittlerweile, die waren so geil, das konnte man nur noch scheißen. Da musste man hier noch irgendwie Futuristik reinbringen. Ja, der gut, dass es echt nicht unnötig ist, und dann geht's halt M4 dann rein. Ja, das ist generell so los bei vielen Herstellern momentan. Ja, aber jetzt so langsam ist der Punkt, wo ich die älteren Autos irgendwie geiler finde. Für die neueren ja, kaum irgendwie überzeugen die mich nicht mehr. Jetzt ist der Punkt, früher war alles besser. Jetzt beginnt er. Solange ich die alten Sachen noch haben kann, oder zumindest in Aussicht quasi haben kann, ist mir das egal, was passiert. Ja, Stonks-Kante. So, die alten Autos wird es halt immer geben, außer... Naja, wenn man jetzt ein Verbot auf Verbrenner generell legt, dann nicht mehr, so. Ja, aber... Die werden niemals ein Verbot auf alte Verbrenner. Das wäre doch völlig. Ja, das wäre schlecht für die Umwelt, wenn man einfach alle Autos. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist das, was ich ja auch schon oft gesagt habe. Teurer machen, ja, Spritverteilung. Es soll ja auch zum Beispiel, das wird ja an so einem Sprit geforscht, der klimaneutral ist. Weiß ich auch nicht mehr ganz, wie das geht. Oder halt an irgendwie so Wasserstoff als Treibstoff ist ja auch in Aussicht. Sowas. Kein Problem, zahle ich gerne mehr für dann. Aber nicht verbieten, das ist so das Wichtigste, was. Fördern lieber das andere, ne? Ja, das ist ja, das habe ich zum Beispiel auch in meiner Physik-Dings geschrieben, habe ich auch schon öfter gesagt. Aber es ist auch krass, mittlerweile sieht man echt viele Elektroautos. Ja, es gibt ja auch. Elektroauto ist vielleicht jetzt nicht auf alle Zeit die Zukunft, aber auf jeden Fall in naher Zukunft das, was wichtig ist in dem Sinne. Wenn man es vernünftig macht und sich nicht alle 3 Jahre ein neues Elektroauto kauft, das ist genauso bescheuert. Aber wenn man das vernünftig macht... Das ist immer bescheuert bei jedem Wagen. Ja klar, bei einem Elektroauto durch die Batterie natürlich, oder durch die Masse an Batterien natürlich nochmal bescheuerter, wenn man dann sagt, es ist klimaneutral. So. Gut, aber das wird dann ja auch an anderen Personen weitergegeben, das Auto. Ja klar, aber es ist trotzdem bescheuert dafür, weil... Produktion. Mittlerweile kann man es noch machen, weil es fährt halt noch nicht jeder ein Elektroauto. Ja, aber weiß, was ich meine, ne? Solange, ja. Wenn man die Autos vernünftig fährt, dann alles gut. Ja gut, wenn du aber arm bist, bist du arm. Ja, das ist halt das Problem, was momentan ist, dass man, vor allem diese Dieselverbote und so, haben halt absolut keinen Sinn ergeben in so vielen Wegen, und vor allem auch Leute, die sich halt ein paar Jahre vorher einen Diesel gekauft haben, weil die Regierung gesagt hat, kauf die mal, die sind gut. Machen dann Dieselverbote und die Leute haben dann kein Geld für einen Neuwagen, so. Oder für einen gebrauchten Elektrowagen oder anderen, so. Das ist halt einfach Scam, so. Für mich. Aber ich finde, man kann Verbrenner teurer machen auf Dauer, Elektroautos günstiger machen, vielleicht auch gewisse Vorteile bieten. Dann fährt halt jeder Elektro, ne? Ist jeder andere, der halt noch ja, eben genau das will, kann es machen, wenn er halt das nötige Geld hat. Eben genau das, du hast, glaube ich, sogar mal gesagt. Ich meine, du wirst dich eh nicht mal daran erinnern, aber so einzelne Leute, die Verbrenner fahren, das juckt nicht. Aber wenn es halt so viele machen, ist das halt, und das ist halt... Wenn 99% Elektro fahren, ist okay. Oder Wasserstoff, oder was, es gibt ja nicht nur Elektro in dem Sinne. Ja, aber Wasserstoff ist jetzt nicht so für den Alltag, für ein Auto, vielleicht für LKWs oder Schiffe. Ja, kommt ja auch noch drauf an. Wie gesagt, es soll irgendwie so ein Sprit geben, der klimaneutral ist.
aufgrund der Zusammensetzung halt. Wird man dann sehen. Ja. Ich glaube, der wird irgendwie von, oder wurde irgendwie von Porsche angefangen zu entwickeln. Keine Ahnung. Aber es ist ja oft, dass irgendwas versponnen wird, wenn er nicht kommt, das ist mal so die Sache. Also aber als Daily würde ich halt auch ein Elektro fahren. Ne? Ja. Also es kommt drauf an, finde ich. Ja. Warum muss man jetzt einen Verbrenner als Daily fahren? Ja, es ist, ich weiß nicht. Aber also so als Sonntagsfahrzeug, sage ich mal, ne? Ja, also klar. Als Freizeitfahrzeug kann man ruhig einen Verbrenner fahren. Eben. Wenn man dran rumschraubt und so. Aber es ist halt so, das, was ich so schade finde, dass man immer so eine Schwarz-Weiß-Debatte hat. Also von beiden Seiten, beide sagen immer, ja, nur Elektro ist scheiße, die andere Seite sagt, Verbrenner ist scheiße und Schrott für die Umwelt. Aber es bringt ja im Endeffekt nichts. Nice Hardware Guy, ist nicht mehr viel dann. Aber es ist halt das, was mich auch daran abfuckt. Und diejenigen, die halt so abgewegt denken, kommen halt nicht durch, so. Ich glaube, Luca raucht den ganze Schachtel. Ja, ich glaube, der raucht sein Haus auf. Nochmal ein bisschen Tapete rauchen. Mit seinem krassen Antrix-Wand-Tattoo von der Spraydose. Ein bisschen Zement rauchen. Kein Mann. Und was man bedenken muss, so Simulatoren werden ja auch immer besser. Ja, klar. Und vielleicht in 30 Jahren braucht man gar nicht mehr so echten Verbrenner fahren, wenn man es fast 1:1 simulieren kann. Ja, gut. Ich bin mir da nicht sicher, ob man das, egal mit welcher, weil sowas wie, ich meine, klar, Technik kommt und so und da kommen krasse Sachen. Aber ich weiß nicht, ob man irgendwie, ich sag mal jetzt, wenn man jetzt ins Extreme zieht, G-Kräfte oder sowas wirklich simulieren kann, aber man wird sehen. Das ist ja nur ein Gefühl. Ja, aber wenn du jetzt einen Gehirnchip hast, sagen wir. Ja, gut. Dann ja, da wird ja dran geforscht. Ja, klar. Dann musst du aber Jahren. Wahrscheinlich, wenn du einen Gehirnchip hast, musst du gar nichts mehr machen. Du setzt dich auf den Stuhl und auf einmal bist du Cristiano Ronaldo und im Fußballstadion, weißt du? So. Ja. Also mit Gaming wird sowas auch noch kommen, ja. Definitiv. Das wird der nächste Schritt sein. Jetzt erstmal VR. Ja, klar. Es ist schwierig abzuschätzen. Also wir hatten zum Beispiel in der Englischklausur, haben wir sogar über sowas geschrieben, mit wie sich Technik entwickelt und was versprochen wird und was am Schluss endlich kommt. Vieles, was versprochen wird, kommt schlussendlich nicht, oder vieles, wonach es aussieht, dass es kommt oder immer stärker und krasser wird, wird es am Ende nicht. Also wir hatten zum Beispiel hatten ein Beispiel mit so Flugzeugen zum Beispiel. Es gab ja eine Zeit mit Concorde, Überschall und riesigen Jumbojets und so, und jetzt, es gibt keine Überschallgeschwindigkeit oder keine Schallgeschwindigkeit Flugzeuge mehr. Es gibt keine Riesenflugzeuge, also es werden keine Riesenflugzeuge mehr gebaut, sondern es wird eher wieder zu kleineren Maschinen und so tendiert wegen Effizienz und sowas. Also es kann ja auch alles genauso zurückgehen immer, und das ist halt so die Sache. Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was man denkt, was passieren wird, und zwischen dem, was passiert. Und es kommen ja immer wieder neue Sachen auf, die man nicht umstellen kann. Ich würde sagen, Hyperloop ist definitiv bestes Fortbewegungsmittel. Ja. Unterirdisch, ne? Ja, kommt halt drauf an. Wird das schlussendlich wirklich umgesetzt oder wird es dann irgendwann wieder zurückgebaut? Das weiß man alles nicht. Das glaube ich schon sehr gut. Ich meine, das ist halt. Man weiß es erst, wenn es passiert, so. Ja. Wenn Elon Musk dahinter steht, dann passiert es. Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass es nicht so kommen muss, aber es hat sich halt oft genug gezeigt, dass es anders kommt, oder? Vielleicht findet er auf dem Weg dazwischen noch was Krasseres und dann kommt das auf einmal. Oder was Effizienteres. Das kann alles noch passieren, das weiß man nicht. Vielleicht sind Elektroautos auch nächstes Jahr Schrott, weil man auf einmal irgendwas Neues gefunden hat. Das viel effizienter als jede Art der bisherigen Autos ist, so. So gravierend ist es bis jetzt noch nie gewesen. Ja, klar, aber jetzt nur als übertriebenes Beispiel, so.
im Endeffekt muss man halt auch so ein bisschen darauf gucken. Zum Beispiel jetzt bei Autos, was passiert im Motorsport, weil das ist im Endeffekt das, was den größten Einfluss darauf hat. Oder bei anderen Dingen halt. Generell so Sachen, wo man einen Wettkampf hat, sind ja im Endeffekt die Sachen, wo man sieht, wo es in der Zukunft hingeht. Und im Motorsport ist es ja zum Beispiel so, mit der Formel E wird Elektro groß und quasi entwickelt, wenn man das so sagen kann. Sowas wie die WEC hat Hybridtechnologie stark gefördert und nach vorne gebracht. Und F1 hat jetzt gesagt, dass sie 2030 klimaneutral sein wollen oder was haben, womit sie klimaneutral sein wollen, wie auch immer. Aber es ist nicht Elektro, also vielleicht Wasserstoff oder was weiß ich. Also das ist... Ich meine, ich kenne mich jetzt nur da relativ gut aus, deswegen kann ich nicht sagen, wie es bei anderen Sachen ist, aber ich meine, sowas kommt ja mal darauf an. Und ich meine, bei, wo du jetzt gerade bei Hyperloop warst, da kommt es ja auch drauf an, kommt vielleicht auf einmal irgendeine andere, keine Ahnung, Marke? Oder wie auch immer man das nennen will, eine andere Person, die auch ein anderes, neues, effizientes Transportationsmittel hat. Oder eine andere Idee. Es gab ja zum Beispiel das mit diesem... Wie ist das? Suborbitalem Reisen und so? Ah ja. Ja, keine Ahnung. Das ist aber halt Elon krass. Musk ist halt schon der mit dem meisten Geld, der sowas durchsetzen würde. Ja klar, aber du kannst es nicht wissen so. Das ist das, was ich meine. Ich meine, Elon Musk ist auch aus dem Nichts gekommen, wenn du es so siehst, ne? Also der ist ja auch jetzt nicht über Jahre etablierter geworden, wie jetzt ein Bill Gates quasi. Sondern Elon Musk war ja auf einmal da, so. Ja, in den letzten 20 Jahren so. Ja. Schon krass. Das Ökologische ist ein Auto, das 30 Jahre hält, ja. Außer es ist irgendwie so ein Ford Focus, der nie gepflegt wurde, bei dem komplett der Ruß vom Diesel hinten rauskommt, weil man nicht den Filter gewechselt hat in 20 Jahren, wo der Wagen fast auseinanderfällt. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Das ist... Ja, was heißt nicht ökologisch? Ja, ich glaube, er meint so von wegen, du musst ja trotzdem viele Rohstoffe und so abbauen, die du in der Menge für wenig anderes abbauen musst. Aber es ist, hast du bei anderen Sachen ja genauso. Also, es ist auch nicht das Allerheilmittel, so, aber es ist eine gute Übergangstechnologie. So wie eigentlich Atomenergie... Oh, warte, da ist Flofdorf. Flofdorf! Ich hab dich. Ja, moin. Ey. Alles klar. Läuft dein Vorzeit, wa? Bin einfach reingekommen. Nee, mein Vorzeit läuft nicht. Oh. Schade. Ruf mal Elon Musk an, ob er dir einen PC zuschicken kann. Genau. Er schickt mir dann eher einen Tesla zu. kannst du auf dem PC einen Tesla. Erstmal Xbox einbauen. Ja, einfach auf dem riesen Touchscreen spielen. Den du brauchst, um deinen Handschuhfach aufzumachen, was Sinn ergibt, definitiv. Pete wieder aus Versehen rausgeflogen oder diesmal geplant? Tja, Flofdorf, dein PC ist am Arsch. Also halb, ne? Scheiße. Aber woran liegt's denn? Ist die Frage, ne? Ja, woran hat er hier liegen? Das ist immer die Frage. Lino? Ja. Oh, ja, jetzt bin ich gerade gelockt bei mir. Vielleicht auch bei mir, keine Ahnung, ich hab's gerade gar nicht. Aber ne, bei mir hat es nicht gelegt. Immer auszusehen. Und kennt die. Ja, das war wieder. Ich finde das aber auch so bescheuert, dass Leute immer so
nur entweder das oder ganz oder gar nicht so sehen. So. Nie irgendwie so einen Mittelweg, den man gehen könnte. Also klar, manchmal sollte man ganz oder gar nicht gehen. Wie in der Corona-Pandemie vielleicht. Aber gerade bei sowas wie Technologie oder sowas. Mein Atomkraftwerk ist eigentlich auch, Atomkraft ist eigentlich auch, oder Fusionskraft auch, das, was wir jetzt nutzen sollten in den nächsten Jahren als Übergangstechnologie, bis man genug Windkraft, Wasserkraft und was weiß ich noch alles hat, weil es halt mit die sauberste Energie ist. Aber stattdessen sagt man, nee. So. Hallo, Lauerbatsch. Dann muss es aber auch sehr gut gesichert sein und alles. Ja, klar, aber am Ende ist es trotzdem viel sauberer als hier Kohlekraftwerke und Verbrennungskraftwerke. Ja, dann kann auch ein heftiger Schaden dort entstehen. Aber wie wahrscheinlich ist das? Ist doch schon passiert, ne? Ja gut, einmal durch menschliches Versagen und einmal durch Naturversagen. Aber wie viele Atomkraftwerke gibt's so? Auf der anderen Seite, wie viel Schaden richtest du denn damit an, wenn du weiterhin auf hier Verbrennungskraftwerke setzt und das global so? Ich glaube, Verbrennungskraftwerke machen dadurch CO2 deutlich mehr Schaden so am Ende. Weißt du, wie ich meine? Also Atomkraftwerk ist nicht das, was für die Zukunft bleibt, aber es ist das, was wir jetzt im Übergang nutzen sollten, so. Oder? Also besser als 2038 Kohleausstieg. Ich glaube, dass Atomkraft schon die deutlich bessere Alternative. Und vor allem kommt ja jetzt vermehrt Fusionskraft, was ja viel freundlicher in der Entsorgung ist am Ende. Also man hat ja Alternativen. So. Die Entsorgung ist aber auch echt kritisch. Ja, aber das hast du bei Fusion nicht. Es gibt auch noch eine andere mit so einem bestimmten Material, was quasi nicht radioaktiv ist, aber da weiß ich gerade nicht genau, wie das geht. Bei den Festivals spielen die Serie 34 frei. Ja, ist gut, Pete. Meinst du Serie 34 frei? Hat er schon den Prolog gespielt? Ja. Also 20? Ja, bist du schon durch alle Jahreszeiten einmal durch? Naja, am Ende gibt es halt nie die optimale Lösung. So. Wo ist Luca eigentlich? Immer noch rauchen wahrscheinlich. Ja, ich rauch mal eine. Eine was? Ein eine Stange. Ein Kiosk. Hat wahrscheinlich so einen Zigarettenautomaten bei sich im Flur. Eine Tabakfabrik. Steht ja von Liga an angefangen. Die Liga hat eigentlich nichts mit Serie zu tun. Ja, gucke ich mir gleich nach den Rennen mal an. Ich komme gar nicht genau dahin. Nice KI. Alter! Oh Junge, war das knapp.
Ja, das ist KI. Die KI ist in den See. Ja, so spart man sich die Waschanlage, ne? Ja. Wenn man AMG fährt, kann sich die Waschanlage halt nicht leisten. Ja, das ist ein Billigauto. Oh, fuck! Du fährst doch selber ein AMG. Das stimmt. Aber ich kann mir auch die Waschanlage nicht leisten. Ich brauche jetzt mehr als eine Waschanlage. Ich glaube, ich weiß, warum BMW-Fahrer ihr Blinker nicht nutzen. Die wollen einfach Geld sparen, weil die Glühbirne so nicht durchbrennen kann. Wäre gut für die Umwelt auch. Denk halt umweltbewusst. Mit 600 über die Autobahn fahren, aber nicht blinken, damit man die mit 600, ja. Da. Schon langsam aber, ne? Ja. Kurz das Fast and Furious Getriebe eingebaut. Das gute 25-Gang-Getriebe mit zwei Rückwärtsgängen. Und Vin Diesel im Motorraum. Der rennt in einem Zahnraum. Wahrscheinlich dann als Turbolader noch so ein Hamster in so einem Hamster. Für den Extra-Boost. Na, ist dann kein veganer Turbo, ne? Ja gut, wer hat gesagt, dass das vegan sein muss? Ist Vin Diesel vegan? Und The Rock schiebt hinten an. Das ist... Junge, The Rock wirft dein Auto einfach direkt ins Ziel rein. Der nimmt da so... Also ein Auto... Also für den Vin ist Diesel ein Auto ist einfach nur ein... Ja. Vin Diesel ist der Kraftstoff, The Rock, der Motor und der Hamster, die Auflast. Ja, diese Autos, wo man einfach im Inneren so quasi wie ein Fahrrad fährt, die sind das. Meistens nee. So ist Papa, aber. Der Turbo ist dann John Cena. Wie dieses verschollener Bruder. Und das Geräusch. Nee, das Geräusch ist dann dieser BitConnect-Typ, der schreit. Geil, Digga. Imagine. Dein Turbo schreit einfach die ganze Zeit BitConnect. Jo, Luca hat doch mal BeamNG-Mods gemacht, oder? Nee. War also, Dings. Oder? Keine Ahnung. Der hat schon so viele Mods gemacht. Läuft eigentlich die Carbon-Mod? Gut, glaube ich. Hat er wahrscheinlich schon vergessen. Ich weiß, warum ich diese Sequenz noch nicht bearbeitet habe. Nice Drift. Jawohl. Ist Martin jetzt auch Formula D? Nice Maul. Ja, und Formula Offroad. Schönes Autokreisel da drin. Nicht auch. Ist aber nicht in Stockfarbe. Ja, doch. Ist egal. Das ist Stockrot. Oh ne, die Kinder stehen schon wieder rum. Ah, Hilfe. Hallo. Du bist halt nur und so. Ohne Scheiß. Ich bin einfach wirklich abgerutscht. Und konnte nicht bremsen. Ja, alternative Rennlinie. Durch den Fall. Ah! Ja, den hast du bezahlt, dein Mercedes-Kollegen. Ja, ich bin an dem so einen Zentimeter vorbeigefahren. Ey, aber jedes Mal in diesem Rennen verkacke ich diese eine Linkskurve und in dieser letzten Kurve kommt mir ein Auto genau in meiner Rennlinie entgegen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich dann Land Rover umgebracht.
Einfach die Need for Speed Underground KI. Ein Rennen noch. Ah ne, sind noch Forsaton. Aber mach ich glaube ich offline. Die letzten zwei Rennen und Fähigkeitskarte. Wie? Mal ruhig mal hier noch einen Stream machen. Ich bin gleich erstmal. Ach du mit deinem Kurs. Halt. 15 Uhr gefrühstückt, wie sich's gehört. 7 Uhr aufgestanden. Ja, ich frühstück hier während nebenbei im Stream. Wann bist du aufgestanden? Ja. Irgendwann. Kurz vor dem Stream. Ah. Und ich dachte, ey, da ist ja noch was. Klar, Ferrari. Ah! Yo, was ist da hinten passiert? Oh, moin Dame, was ist da passiert? Was ist hier passiert, was da passiert, man weiß nicht. Ich würde Pete gerne wegrampen für diesen Spoiler, aber ich lasse es mal. War dann ein Sprung in der Straße? Vielleicht. Kurven waren wir. Hilfe! Unter Steuerung ist so. Moin, Kai. Nö. Sorry, Kai. War ein Mercedes, ne? Ja. Ich hab die unter Umständen, aber auch wirklich nur vielleicht. Telefonzelle. Unabsichtlich. Oh Leute, ich hab gerade in den Chat geguckt. Ja, wie jede Woche, 16.30 Uhr. Pause. Donnerstags. Ist das kein Streamplan oder was? Autsch. Streamplan. Ich streame dann, wenn mein Internet funktioniert. Ey, ich plane den immer so eine halbe Stunde vorher. Stand da noch ein Mercedes? Da war so ein Hügel und so. Ach so, ja, da bin ich auch abgestürzt. Bin tatsächlich nicht nur auf YouTube abgestürzt. Ja gut, ich war auf YouTube auch nie erfolgreich, aber... Die Fallhöhe war nicht hoch, aber sie war da. Man kann nicht abstürzen, wenn man komplett unten ist. Man kann durch den Boden brechen. Man kann nur aufs Maul fliegen, wenn man stolpert. Man kann durch den Boden brechen. Erstmal wie bei Aperture Science zum Erdkern runterfliegen. Ja, Mann. Ja, Donnerstag. Jeden Donnerstag. So, erkenne das Muster. Jeden Donnerstag um 16.30 Uhr. Im Winter 15.30 Uhr, aber wir haben jetzt wieder Sommerzeit bis im Oktober. Das heißt, Sommerzeit 16.30 Uhr. Genau. Vielleicht wird die auch irgendwann abgeschafft, dann... Ist endlich wieder gut. Ich verstehe niemanden, der die Sommerzeit nicht hasst. Haben wir jetzt Sommerzeit? Ja, Sommerzeit ist also mit dem Wechsel halt generell. So. Aber die Zeit, die wir jetzt haben, ist doch die bessere, oder? Nee, also eigentlich Sommer. Weil es kommt drauf an, wie man es dann regelt. Jetzt bleibt die Sonne länger. Da ist doch nice eigentlich. Ja, es. Ich glaube, Sommerzeit ist. Dann, also wenn man jetzt Zeitzonen anguckt, ist Winterzeit einfacher, glaube ich. Und dann ist es immer früher dunkel. Ja,
Auf der anderen Seite bleibt gefühlt bis 11 Uhr hell im Sommer, so. Mal. Ja, wegen der Zeit nicht mehr. Ja, eben. Keine Ahnung, sollen sich für eine der Zeiten entscheiden, das nervt. Einfach abstimmen. Wäre doch mal was. Das wäre doch mal demokratisch. Aber es endet im Regelfall nie gut. Tatsächlich. Jetzt die Stunde oder die Stunde. Das ist egal. Zwei natürliche Bürger anscheinend. Wahrscheinlich gehen dann Todeslisten rum, weil Leute für Winterzeit gestimmt haben. Das sowieso, da muss man mit rechnen, dass man umgebracht wird, weil man irgendwas macht. Und Meinung hat im Internet. So, perfekt, alle gemutet. Moin. Jetzt können wir Werbung für unseren OnlyFans-Account machen. Oh, nice. Oh nein, er ist wieder da. Ja, ich bin wieder da. Mann. Wir wollten gerade Werbung für unseren OnlyFans-Account. Ja, könnt ihr noch eben machen. Okay. Weißt du, hättest du jetzt irgendwas rauskommen, ich hätte es einfach drin gelassen, so. Irgendwie drin gelassen, als ob du irgendwas rauscuttest. Das stimmt. Das ist shiny, oder? Das stimmt auch, aber ich hätte es nicht unterbrochen oder so. Naja, ich würde sagen, mein Auto ist stuck. Das war's jetzt schon? Ja, weil ich jetzt essen gehe. Ja gut, sind eh nur noch zwei Rennen mit Mimi. Mimi. Erstmal die SD-Karte klauen und wegfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächsten Stream wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Lukas, immer noch.